Grüßt euch. So, wir hatten dieses Ach stimmt, wir hatten ein Leuchterrätsel, ne? Da kann ich mich gleich von meiner besten Seite zeigen. Ich bin doch so ein Rätselmeister. So eine Scheiße. Ich glaube, in meinem Inventar hatte ich schon geguckt. Ne, da war nichts Interessantes. Das war das Buch. Das waren die beiden. Nee. Okay, wir hatten keine. Wir hatten keine Schriftrollen diesbezüglich. Normalerweise ist bei sowas irgendwas in der Umgebung. Das hier vielleicht? Nee. Kann ich mal hinreiten, Moment. Vielleicht ist das was. Polter die Polter. Nope. Ich grüße mich schon selbst. Ich wollte dich noch nicht. Hallo, Renros. Sorry, du warst gerade nicht in dem Chatbereich, den ich gesehen habe. Du warst gerade aus dem Bereich weggescrollt. Ist das gelb? I don't know. Ja, da bin ich zu sehr elektristisch. I'll go ahead. Oh, aua. This shoulder's on fire. Nope. Sag auch mal, nein, sollst du nicht. Du sollst keinen Tipp geben. Lass mich doch erstmal anfangen, überhaupt zu gucken. Du brauchst mir nicht einen Tipp geben, bevor ich auch nur angefangen habe nachzudenken. Da kannst du schon ein bisschen mehr Vertrauen haben. Ich bin auch nicht komplett behindert. Nee, ich bin schon ein schlaues Kerlchen. So, lass mich in Ruhe. Da bleibe ich jetzt bei. Da brauche ich jetzt auch gar keinen. Da brauche ich jetzt auch gar keine. Gar keine Scherzerei machen. Ich bin schon ein ganz cleveres Kerlchen. So. Mal ein bisschen Selbstbewusstsein hier. Guten Tag, Soldier. Grüß dich. Rituelles Becken gefüllt mit frischem Blut. Nope. I know the way. I know the way. Das ist gut. Sag mir mal. Setz die Ohren auf. Ach, scheiße. Au. Moment. Guck mal, hier leuchtet es grün. Oh, hier leuchtet es nur grün. Ha. Und die hier? Ja. Wo sind die fingerfreien Handschuhe, das Make-up und das Nietenhalsband? Ich bin ein Edgy Boy und keine Nutte. Wait. Okay, das ist es. Ich hatte erst überlegt, das hier sah irgendwie rot aus, das sah irgendwie grün aus und ich wollte gucken, ob hier im Raum vielleicht noch andere Naturbilder sind, aber nein, das ist es. Gelb, blau, rot, gelb. Okay, ja. Gut. Als man es gesehen hat, war es dann doch reichlich offensichtlich. Okay, jetzt ist es das nachher nicht. Moment. Ich sollte vielleicht erst ausprobieren, ob es das ist und dann eine große Schnauze haben. Gelb, blau, rot, gelb. Aber nein, komm, ich bin Torben, ich muss direkt eine große Schnauze haben. Okay, gelb, blau, rot, gelb. Yes! I'm a smart boy. Wupp, wupp.
Wo sind die Katzenohren oder der Bissexohren? Was? Nein. Oh, das Schwert. Let's go. Sila mustert das Schwert ganz genau, obwohl du selbst nichts Besonderes daran erkennen kannst. Augenblick ist das... Nein, das kann nicht sein. Ihre Augen beginnen zu strahlen. Dieses Heft kenne ich. Diese Klinge ist Glanz, das Schwert der mächtigen Janiel. Aber es sollte sich eigentlich in Astrods Turm befinden mit all den anderen Relikten. Zumindest habe ich das gehört. Nun ja, gewiss muss dieses Stück rostiges Metall eben jenes Schwert sein. Camilla verdreht die Augen. Ich denke, ihr wünscht euch lediglich, dass dies das sagenumwobene Schwert ist. Bitchy. Ihr begreift das nicht. Ich habe dieses Schwert hunderte Male gesehen, auf Gemälden und in den Händen der Janiel-Statue. Ich hatte sogar schon überlegt, das Astrod-Museum zu besuchen, um das echte Schwert mit den eigenen Augen zu sehen. Wie ist es hierher gekommen? Er hat einen Gegenstand in Glanz. Was ist daran so besonders? Sela verziert das Gesicht. Nun ja, im Grunde nichts, aber dieses Schwert war seinerzeit legendär. Es heißt, wenn Janiel das Schwert in den Händen hielt, habe die Klinge strahlend hell zu glänzen begonnen und Dämon um Dämon gerichtet. Soldaten konnten Glanz aus der Ferne strahlen sehen, was ihnen Mut schenkte, sich ins Gefecht zu stürzen und dieses zu gewinnen. Aber ich weiß nicht, was dem Schwert nun fehlt oder wie man seine Macht wiederherstellen kann. Ich spüre nur, dass sie es geschändet haben. Ihr fühlt nun mit Gegenständen? Erstaunlich. Sind alle Paladine so sanftmütig und empfindsam? Empfindsam? Ja, in gewisser Weise. Wir spüren das Böse sehr stark und alles, was von Dämonen berührt wurde. Glanz befand sich in bösen Händen und als Paladin kann ich euch sagen, dass sie nichts Gutes damit angestellt haben. Wer ist Janiel? Nein, ihr habt noch nie von Janiel gehört. Sie ist in ganz Golarion eine Berühmtheit. Sie war eine großartige Frau. Sie stammte aus Mendev und als der Kreuzzug begann, konnte sie nicht einfach untätig herumsitzen. Sie widmete ihr Leben dem Kreuzzug. Es heißt, sie sei kühn und entschlossen gewesen. Sie rannte stets als Erste in die Schlacht und opferte niemals das Leben anderer für einen taktischen Vorteil. So erinnert man sich an sie, als unglaubliche Kriegerin, in der das Feuer des rechtschaffenen Zorns brannte. In allen Darstellungen, die von ihr existieren, sieht sie aus, als sei sie in der Lage, ganz alleine alle Dämonen zurück in den Abyss zu drängen. Doch dann geschah etwas zwischen ihr und ihren Befehlshabern. Vielleicht beneideten sie sie, vielleicht war es auch mehr, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, sie ging ohne ihre Kameraden in die Weltenwunde. Und sie überlebte nicht nur, sondern rettete sogar Kreuzfahrer und führte sie zurück. Ist das zu glauben? Sie starb, wie sie gelebt hatte, voller Stolz. Sie war eine von jenen, die Drazen bis zum Ende verteidigten. Dort ließ sie ihr Leben. Sela verzieht das Gesicht. Versteht mich nicht falsch, aber ich hoffe wirklich, dass sie einen schnellen Heldentod gestorben ist. Denn wenn nicht, dann heißt das, dass sie gefangen genommen wurde und unvorstellbare Qualen erleiden musste. Das würde ich niemandem wünschen. Was ist Drazen nochmal? Das im Hochmut des ersten Mendevschen Kreuzzugs als Festungsstadt errichtete Drazen wurde von den dämonischen Horden der Weltwunde übernommen. Heute ist es ein dämonisches Monument der törichten Naivität dieser frühen Kreuzfahrer. Vielleicht eine Yandi Arc. Ich liebe Autokorrekt manchmal. Finde ich süß. Ist richtig gut. Yandi Arc finde ich gut. Hallo Ghostpaler, grüß dich. Schwert namens Glanz und er fand Craven Edge albern. Ja, finde ich immer noch. Sehr sogar. Nein, doch. Oh. Hi, und schon die neue Skill angeschaut. Ich habe Mitleid mit dir. Neuer Skill, was? Wo? Ihr wisst viel über Janiel. Ihr verehrt sie richtig gehend, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Sila lacht. Ich habe mich schon immer mit Janiel verbunden gefühlt. Ich weiß, wie es ist, nicht das zu sein, was man in den Augen seiner Befehlshaber sein sollte. Wann immer ich unter Druck stand, habe ich an Janiel gedacht. Manchen mag nicht gefallen haben, wie sie war. Aber für jene, die sie aus der Weltwunde gezerrt hat, war sie perfekt. Und für jene, die sie auf dem Schlachtfeld gerettet hat, war sie unglaublich. Und für jene, die ihr Andenken am Leben halten, ist sie eine Heldin. Und nur das zählt. Wer ist Jan? Daniel meinte Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans. War halt wahrscheinlich nur autokorrekt im Weg. wie kann ein unschätzbar wertvolles Relikt hier unten landen?
Janiel ist verschwunden, doch wie durch ein Wunder wurde Glanz aus der Schlacht gerettet. Niemand sonst hat das Schwert hier geführt. Es ist Janiels Klinge und wird es immer bleiben. Daher wurde es mit den anderen Relikten der Kreuzfahrer in Estrus. Ich kann heute nicht lesen. Es ist Janiels Klinge und wird es immer bleiben. Daher wurde es mit den anderen Relikten der Kreuzfahrer in Estrots Turm gebracht. Doch nun scheint es, als habe es jemand gestohlen. Sila lacht. Ich habe das eigenartige Gefühl, als würde ich einen Kriegerkameraden aus einem Verlies retten. Wir können es nicht einfach liegen lassen, auch wenn es uns nichts nutzt. Hier unten nutzt es niemand, aber was, wenn es sich reparieren lässt? Weiter. Zack. Schloss knacken. 100%, ja, let's go. I am helpful. Oh, oh Gott, was war das denn? Achso, Krummsäbel. Nö. Ein Krummsäbel brauchen wir nicht. Konntest du das vorher etwa? Was konnte man vorher? Was konnte man vorher? Ich habe 7 Schuppenpanzer. Und 2 Kettenhemden, 2 Brustplatten. Und Platten. Oh, ich habe einen Platten. Ich habe einen Plattenpanzer. Den habe ich ganz übersehen. Let's go! Da haben wir Plattenpanzer. Schnieke. Vieh, supi. Sieht gut aus. Mhm. Habe ich Brustplatten schon sonst? Du kannst auch eine Brustplatte bekommen jetzt, oder? Und der Bänderpanzer hat schon eine 7. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon festgestellt. I believe. Das habe ich letztes Mal schon festgestellt. Sie hat eine Rüstungsklasse von 19 mit ihrem Kettenhemd. 20 mit dem. Wunderbar. Ist immerhin nur mittlere Rüstung. Mhm. Was hat das für ein Ding? Rüstungsmalus. Maximalgeschicklichkeit 3. Oh, nee, warte mal. Da bleibe ich doch lieber, weil sie hat nämlich ein plus 4. Da würde ich ganz gerne doch lieber wieder zurückgehen auf ein Kettenhemd. Oder? Warte mal. Ja, wir nehmen Kettenhemd, komm. Oder geben wir ihr beschlagenes Leder? Unschlüssig. Wegen der Zauberfehlschlagchance. Das finde ich halt ein bisschen doof. Wie viel hat sie jetzt? 17 wieder. Ja, wir bleiben bei Leder, komm. Wegen der Zauberfehlschlagchance. Sie soll ja sowieso nicht an der Spitze sein. Und sie hat einen kleinen Boni durch ihr Schild. Bleiben wir dabei. Wenn man 2 Sticknadeln in eine Steckdose hat, kann man Intelligenz messen. Ha! Knaller. Was ist denn mit euch los, Alter? Was ist das denn für ein Scherz? Bruder, also der war sogar für den Stream hier zu schlecht. Kommst du das vor etwa? Lesen. Ja. Ich habe nicht viele Talente. Aber lesen kann ich. Ist jetzt irgendwie ein Talent? Ich hab's halt gelernt. Vorlesen ist ein Talent. Das kann ich. Ich kann vorlesen ganz gut. Gespeichert. Habe ich jetzt alles erledigt? Glaube schon, oder? Gib mir Stuff. Vor dir liegen schwere Kämpfe. Deine Helden könnten verwundet sein und haben vielleicht auch keine Zauber mehr. Sie brauchen Ruhe. Okay. Wenn das Spiel sagt, ich soll Lager aufschlagen, dann mache ich Lager aufschlagen. Komm hier jetzt mitten auf den Leichen. Let's go. Hab ich Bock drauf. Achso, ja, das ist... Okay, alles klar, verstehe ich. Tarnung. Das könnte es doch bestimmt. Na, sie hat ein plus 3.
Dann übernehme ich. Ich übernehme die erste Schicht. Du nimmst die zweite Schicht. Und sie macht die Tarnung. Und du machst die Schutzrituale. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir zwei Nachtwachen. Mit Tarnung und ja, perfekt. Läuft. Ruhepause beginnen. Nicht so unglaublich, ihr könntet auch irgendeinen Ballsaal tanzen, anstatt dämonischen Fallen auszuweichen. Bälle sind ausgesprochen hektisch. Ich hasse diese Gedränge. Mit Freunden zu reisen und für eine gemeinsame Sache zu kämpfen, gefällt mir weitaus besser. Ja, gar nicht so zynisch wie sonst. Normalerweise ist es schlechter drauf. Einfluss der Verderbnis wurde nicht geschwächt. Ach, verdammt. Wahrscheinlich hat das Angriffsgebot fürs Lager verringert. Sehr schön. Und beide ohne Zwischenfall. Ausgezeichnet. Dann wird es für mich wieder Zeit, mich auf mein Schwert. Ja, ich reite mein Schwert. Ja, eins meiner Talente. Ich surfe so auf meinem Langschwert durch die Gegend. Da bin ich ziemlich gut drin. Kann halt auch nicht jeder. Dämon! Gepriesen sei Yomide! Nope! Nope! Offensichtlich nicht! Hier seid ihr zusammengedrängt wie eine Herde Tiere, erbärmliche Monster, nicht Mensch, nicht Dämon, selbst Tieflinge sind weniger verkommen als ihr! Okay, habt doch ein bisschen mehr Zeit zum Lesen gehabt. Hallo Dakanta, grüß dich! Aber ich, euer Meister Savamelek, ich kann euch besser machen, stärker, ich kann euch nähren, hungern in die Dunkelheit, unterwerft euch mir. Savamelek, ja, Savamelek. Nein, wir sind die Nachfahren von Kreuzfahrern, einem Dämon zu vertrauen wäre Verrat an ihrem Andenken. Hosilla? Mit der Gläfe. Bonk. Nun, ist noch einem Nachfahren von Kreuzfahrern eine Legende teurer als sein Leben? Ungeheuer Monster menschlicher Gestalt, zeigt eure wahre Natur. Das ist das süße, nahrhafte Fleisch eines rechtschaffenen Asimar. Okay, Zeit für ein bisschen Kannibalismus. Let's go. Esst, Untergrundkreuzfahrer, esst das Fleisch des Kreuzfahrers von der Oberfläche. Findet eure wahre Stärke. Okay. Well then. Du stürzt dich auf den Dämon, aber die Luft scheint mit jedem Schritt dicker zu werden. Du fühlst dich, als würdest du unter Wasser beobachten, wie die Mischvölker einer nach dem anderen auf die Knie fallen und zum Körper des Asima kriechen. Du hörst, wie ihre Zähne sich durch das Fleisch bohren und du hörst das Blut spritzen. Du hörst die ehemaligen Mischvölker wie Tiere fauchen, die sich knurrend um die saftigsten und zartesten Fleischstücke streiten. Deine Gefährten winden sich vor Schmerzen. Einer greift an den Kopf, ein anderer krümmt sich gequält zusammen. Du spürst, wie dir der Speichel im Mund zusammenläuft. Ja, ich bin auch Vampir. Der metallische Geruch weckt einen Hunger in dir. Der Hunger verwandelt sich in Wut. Dieser geflügelte Abschaum wagt es dich, seinem Willen unterwerfen zu wollen. Er wagt es dich, mit dem süßen Duft von Fleisch zu locken. Unbefleckt von Verderbnis, der Schuft muss sterben. Sterben! Und noch immer bleibt deine Klarheit bestehen, irgendwo tief in dir drinnen. Und dem Schleier aus Zorn und Wut spürst du, wie das Licht versucht, sich Bahn zu brechen. Okay. Legendenweg Engel oder Legendenweg Dämon? Wir sind Vampir. Ich würde tatsächlich der Wut nachgeben, oder? Die Leiche ist größer als der Zwerg. Ja. Du hast unter A. Daniel, ich verstehe heute irgendwie nicht, was... Oder Daniel, ich verstehe heute irgendwie nicht, was du mir sagen möchtest. Tut mir echt leid. Ja, Mann, Surfer hier.
Ja, ich würde sagen, der Wut nachgeben. Let's go. Du lässt zu, dass die Wut von dir Besitz ergreift und du wirst von einer bösartigen Freude durchströmt. Freiheit. Die Freiheit, jeden zu töten, der dir im Weg steht. Der Dämon, der Kultist und ihr jämmerliches Mischvolk sind keine ebenbürtigen Gegner für dich. Du spürst, wie dir der scharlachrote Nebel des Hasses die Sicht verschleiert. Dein kochendes Blut will nicht länger ruhig in deinen Adern vor sich hinfließen. Es will frei sein. Es schießt in mächtigen, pulsierenden Strömen aus seiner Brustwunde hervor. Der metallene Geruch treibt dich vollends in den Wahnsinn. Zurück, ihr Würmer! Batzen! In your fucking face! Savamelek, der Dämon zischt und weicht zurück. Ah, ihr seid nicht, wie ihr auf den ersten Blick scheint. Ihr tragt unsere Macht in euch. Sklaven, zerstört diesen Abschaum. Und weg ist er. Hosella zeigt mit dem Finger auf dich. Er ist bereits verwundet. Venduak, töten. Oh, du kleine verräterische Schlampe. Oh, jetzt gibt's auf den Sack. Bruder, jetzt gibt's auf den Sack. Venduak tritt leise aus dem Schatten. Ich diene euch nicht mehr, Hure. Euch nicht und eurem fliegenden Affen nicht. Ich kämpfe immer an der Seite des Stärksten. Du hast dich während der Begegnung mit Hosella und dem Dämon Savamelek dem Blutrausch hingegeben. Nix da. Wer mich einmal verrät, wird sterben. So einfach kommst du nicht wieder auf meine Seite. Das kannst du knicken. So einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Reitet sie nieder! Batz! Das war wohl nix. Pixie? Pixie tot! Pixie tot! Erstmal hier, zack. Geistwaffenverzauberung und dann Pixie tot! Pix! Wunderbar, gut gepikst. Okay, irgendwie ist Land gerade ein bisschen scheiße. Egal, Sela! Bam! Oh mächtiger Savamelek, deine treue Dienerin ruft dich jetzt! Aus dem Arsch meines Pferdes heraus. Dämonen, beschützt eure Herrin. Dämonen geben fürchterlich schlechte Wachen ab. Warum verraten? Weil sie ganz offensichtlich mit denen zusammengearbeitet hat. Sie war auf Abruf für die komische Dämonen-Tussi da und hat sie danach verraten. Also sie hat erst uns verraten und als sie gesehen hat, dass ich krasser bin, hat sie den Dämon verraten. So habe ich das zumindest gerade verstanden. Fuck, ich hab daneben gehauen. Kann ich jetzt auch falsch verstanden haben? Das wird sich ja gleich aufklären, denke ich mal. Nix. Dann ist der Rapier nicht so geil. Und weg ist er. Der Quasit. Hier, heiliger Zorn und so. Donk. Land starrt auf die Mischvölker, die bewusstlos am Boden liegen. Sie hatten keine Wahl, sie wurden dazu gezwungen. Redet euch das nur weiter ein, Land. Man hat immer eine Wahl. Sie hätten den Tod wählen können, aber nun werden sie leben und stärker werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Dann wendet sich mit wutverzerrter Miene zu ihr. Die Echsenhälfte faucht, das Auge ist zu einem Schlitz verengt. Schweig! Die Worte gleichen eher einem Knurren. Du bist nicht nur eine Verräterin, du bist ein Monster! Die Jungen haben deine Geschichten geglaubt und du hast sie zu einem Dämon gelockt und zugesehen, wie sie Menschenfleisch essen. Asima-Fleisch. Ich habe versucht, sie stark zu machen. Was hast du für sie getan? Was hast du getan, während ich nach Wegen gesucht habe, unseren Stamm zu stärken? Du bist nutzlos.
Ich bin mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich habe mich ausgebildet. Ich habe versucht, stärker zu werden, damit ich an die Oberfläche gehen und mich mit meinem kurzen Leben etwas Sinnvolles anfangen kann. Und genau das werde ich tun, wenn Malakai von Kasha mich mitnimmt. Vielleicht kann ich unseren ganzen Stamm an die Oberfläche führen, aber du? Warum willst du eine Macht, die dich in ein Monster verwandelt? Diese Jungen und Mädchen haben dir vertraut und wurden in hirnlose Tiere verwandelt, die auf den Befehl eines Dämons Leichen fressen. Ich habe dasselbe Ritual durchlebt wie sie und ich bin nicht zum Tier geworden. Ich habe meine Wut besiegt, die Wut, die in uns allen seit Jahrzehnten gewachsen war. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht die Absicht, den Tod einfach zu akzeptieren. Ich werde mich über all das hier erheben, während du mit nichts als deinem Stolz an Ratten nagst. Vendok wendet sich dir zu. Malakai von Karstein, wen wollt ihr lieber auf eurer Seite? Die Person, die die Dämonen verraten hat, um euch zu folgen? Die alles tun wird, was ihr sagt und euren Namen Ruhm und Ehre bringen wird? Oder diesen Abschaum? Ich inspiziere meine Wunde. Die blutende tiefe Wunde auf deiner Brust ist verschwunden, als hätte sie sie nie gegeben. Die Haut ist vollkommen glatt und unversehrt. Sie ist fort. Eben war sie noch da und nun ist sie fort? Das ist dämonische Zauberei. Ihr solltet das dringend von einem Kleriker ansehen lassen. Als wüsstest du etwas von Dämonen und ihren Fähigkeiten. Irgendeine dunkle Macht hat ihren Blick auf ihn gerichtet und ihn aus allen anderen ausgewählt. Diesem Oberweltler wohnt eine Magie inne, die dein Spatzenhirn übersteigt. Und alles, was du zu sagen hast, ist Rede mit einem Kleriker? Du bist wirklich erbärmlich. Ihr habt also die ganze Zeit über Savamelek gedient? Lieber einem starken Herren dienen, als in einem dunklen Loch ohne Hoffnung mit Mühe und Not überleben. Ich bin eine Niederwälderin. Unser Leben ist kurz, aber wir sind robuster als die der Menschen. Wir sind robuster als die der Menschen? Das ist kein Satz. Ich habe vor langer Zeit erkannt, dass ich zu mehr fähig bin als zu dem, was dieses Leben mir bietet. Und ich folge stets dem Stärksten. Ihr? Ihr habt Savamelek Angst gemacht. Hossela ist gefallen. Nun möchte ich euch dienen. Ich dachte, du wärst stolz auf deine Herkunft, aber du bist bereit, vor jedem zu kriechen, der auch nur ein bisschen stärker ist als du. Und du sagst, du wärst nicht zum Tier geworden? Was für ein Witz. Nur Tiere folgen dem, der die schärferen Zähne hat. Aber was rede ich? Selbst Höhlenspinnen sind ihrer Mutter gegenüber loyal. Du stehst sogar unter ihnen. Ob Torben nach diesem Stream Halsschmerzen hat? Ich muss tatsächlich regelmäßig trinken, ansonsten bekomme ich die, ja? Nach dem letzten Stream, der dauerte ja 4 Stunden... war ich tatsächlich ein bisschen... Jetzt denkst du also alles über mich zu wissen? Du bist einer der besten Jäger des Stammes. Es war für mich von Vorteil, mich bei dir beliebt zu machen. Also habe ich mich so verhalten, wie es dir gefiel. Und Malakai von Karstein bekommt die Venduak, die er sehen will. Ich tue alles, um aus diesem Drecksloch herauszukommen. Und du bist auch zu allem bereit. Versuch nicht, das zu verbergen. Ich kenne dich, Lan. Ich hatte Zeit, dich zu studieren. Ich gehe nur an die Oberfläche, weil die Zeit dafür gekommen ist. Malakai von Karstein und die anderen Oberwälder sind in Gefahr. Sie brauchen jetzt Hilfe, die sie kriegen können. Aber ich riskiere nur mein Leben. Erkennst du den Unterschied? Ich tue, was der Kreuzzug von mir verlangt. Aber ich werde niemals so sein wie du. Ich habe genug gehört. Und ich würde sie angreifen. Ihr bellt, aber ihr beißt nicht. Lebt wohl, Oberweltler. Nächstes Mal verschone ich euch nicht mehr. Ey, sie hat die ganze Zeit gesagt, dass ich offensichtlich der Stärkste... Hau sie doch! Warum lasst ihr sie... Bruder, was? Sie ist einfach weggelaufen. Und keiner hat sich... Also, oh, nein! Sie entkommt. Oh, jetzt ist sie weg. Oh, hätte mal einer eingreifen können. Das ist jetzt doof gelaufen. Sie war viel zu schnell, um sie zu erwischen. Wir hätten nichts tun können. Zum Kotzen. Team Venduak hier. Nee. Wer mich einmal verrät, ist... Wer mich einmal verrät, ist raus. Sie ist weg, aber nächstes Mal kommt sie nicht. Verdammt, wenn du... Warum musstest du... Egal, was geschehen ist, ist geschehen. Lass mir noch etwas Zeit, ich hole den Häuptling und die anderen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Welchen der beiden? Plot Armor, ja, zum Kotzen. Hättest du nicht wenigstens zumindest so eine Rauchbombe zünden können oder so, Batman-Style? Häuptling Sol erscheint, flankiert von Mischvölklern. Die beschwerliche Reise hat ihre Spuren hinterlassen.
Er atmet schwer und der Schweiß rinnt ihm von seinem aufgedunsenen Gesicht. Was hat das zu bedeuten? Welche beschwerliche Reise. Ich habe den kompletten Tempel aufgeräumt und sie mussten nichts mehr selber machen. Welche beschwerliche Reise. Sie hatten original nichts zu tun. Ja, genau richtig. Vor allem, Venduak ist gerade weggelaufen, obwohl ich ein fucking Pferd habe. Ich hätte sie niederreiten können. Ich habe ein Pferd. Anevia stößt ein langgezogenes Pfeifen aus. Na, sieh mal einer an. Der alte Ulron ist wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Hier unten waren wirklich Dämonen. Ich hätte hören sollen und eine Patrouille schicken. Verflucht. Horgus verzieht angewidertes Gesicht und versucht Abstand zu den bewusstlosen Mischvölkern zu halten. Ihr sagtet, ihr wärt bei der Adderwacht für das Kundschaft zuständig, Anevia. Wie konnte euch ein Nest voller Dämonen und unter Kenabris entgehen? Diese Höhle gehört mit heiligem Feuer niedergebrannt. Nee, die Art von Mensch sind wir nicht. Wir fragen mal, wie ist euch das entgangen? Pff, als hätte es nicht schon gereicht, dass ich jedem verdammten Schatten in der Stadt hinterhergeschnüffelt habe. Jeder kennt auch die Geschichten von den Dämonen, die unter den Straßen von Kenabris hausen. Sie sind so alt wie die Kreuzzüge selbst. Ich habe einen Fehler begangen, doch ihr habt ihn ausgemerzt. Daher, danke. Was macht das Bein? Besser als gestern, schlechter als vorgestern. Ich werde nicht sterben, keine Sorge. Ihr müsst euch um die jungen Mischvölkler kümmern. Ich weiß nicht, wie sie sein werden, wenn sie aufwachen, aber kümmert euch um sie, Häuptling. Sie haben heute Schreckliches durchgemacht. Nicht jeder hat die Kraft, so etwas zu überstehen. Es wird sie für immer verändern. Sollten sie vielleicht umbringen? Nur mal so. Schon lange sie jagen können, der Resch kann warten. Ihr Oberweltler und ihr Lan habt sie gerettet. Nur die Götter können ihre Seelen retten. Aber wir sind ein Stamm und fällt etwas ein. Und wenn sie stärker sind, können sie an die Oberfläche gehen. Die Zeit ist gekommen. Es wird Zeit, hier zu verschwinden. Häuptling, ich glaube, ich führe unsere Besucher an die Oberfläche und dann werde ich weitergehen. In der Welt da draußen passiert irgendetwas Interessantes. Vielleicht ist das meine Chance, etwas Nützlicheres zu tun, als nur Höhlenratten zu häuten. Hm. Ihr habt nie wirklich Schunsch gehört. Ihr habt immer nach oben geschehen. Ich glaube, ihr glaubt, ihr wird schon etwas nicht sehen. Was? Ihr glaubt, ich würde schon etwas nicht sehen. Unser Leben ist nicht für euch. Ihr müsst gehen. Aber wohin? Wo ist der Ausweg? Keine Ahnung, aber dieses Pack ist hier irgendwie runtergekommen. Lan durchsucht Hostilias Leiche und zeigt dir ein paar Papiere und einen Schlüssel. Ich weiß nicht, was das für Dokumente sind, aber dieser Schlüssel wird sicher nützlich sein. Anevia überfliegt den Brief kurz und reicht ihn dann dir. Diese verfluchten Mistkerle, das sind alle Informationen über den Kult in der Stadt. Seine Treffpunkte, Passwörter und Geheimverstecke. Ich denke, wir sollten das augenblicklich demjenigen zeigen, der in Kenabris das Sagen hat. Sobald wir wieder an der Oberfläche sind, finden wir heraus, was hier vor sich geht. Okay, der Brief. Ist das Pferd lebendig? Ja? Das hast du von einem treuen Gefährten. Mein Schwert, meine Eckzähne, meine Gruft, mein Sarg, mein Pferd. Ja. Das ist richtig. Savamelek, dies ist meine letzte Warnung. Ihr müsst diskret vorgehen, ohne noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, als ihr bereits auf euch gezogen habt. Die Leute reden schon über das merkwürdige Verschwinden der aufrechtesten Bürger von Kenabris. Bleibt im Untergrund, nährt eure Mischlinge und wartet geduldig. Der Ruf zur Schlacht wird bald erfolgen und er wird laut und deutlich zu hören sein, sogar dort unten in den Katakomben. Sammelt dann sofort eure Krieger, bringt sie an die Oberfläche und führt sie zu Estrods Turm. Dieser Turm wird mein letzter Dolch sein und ich werde ihn Kenabris in die Eingeweide stoßen. Unser bösartiger Diener Faxon hat den Turm vor Monaten zu seiner Operationsbasis gemacht und das Kommando über die Templer in Kenabris ergriffen, während der Großmeister mit anderen Dingen abgelenkt war. Faxon hat bereits ein Lager mit Waffen, Tränken und anderen nützlichen Vorräten angelegt, die er bei Bedarf gerne mit euch teilen wird. Falls er sich dort ordentlich benimmt, solltet ihr eure Kräfte bündeln. Falls nicht, schlagt ihm den dummen Schädel von den Schultern und übernimmt selbst das Kommando. Herrin Minago. Alles klärchen. Erstmal wieder das tun, was ich... Oh, ich kann gar nicht satteln. Was soll denn das? Okay. Kann ich jetzt verkaufen? Hallo, und? Habt ihr Münzen? Lasst uns handeln. Ja, bitte. Ich bin so überladen gerade. Okay, hier hast du 8 Dolche, ein Duellschwert, ein Falkater. Ganz behalte ich. 4 Gläfen.
ein Karma, einen Kampfstab, ein Knüppel, zwei Bögen, zwei Hämmer, ein paar Krummsäbel. Ja. Typisches RPG-Inventar. Behold all my stuff! Oh, warte mal, die sind jetzt... die sind jetzt identifiziert. Bärenausdauer. Tank Bärenausdauer. Das muss man so sagen, tut mir leid. Zack, zack. Ach nee, das war egal. Fast neues Tagebuch. Ja, das sind Questgegenstände, okay. Sonst noch irgendwas? Reinigungslösung. Lebensmittel verdammten Urteilen der Welt von uns reinigen. Mhm. Diamantstaub. Kann auch benutzt werden, um Zauber. Nee. Scheiß auf Zauber ist Cash Money. Cash fucking Money. So, abgemacht. 3000. Nice. Let's go. Wir gucken gleich mal, was wir noch so kaufen können. Erstmal möchte ich einmal kurz hier reingehen. Du bekommst dieses coole Schwert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwelche Boni bringt, wenn ich ihr das gebe. Ich weiß noch nicht was, aber wir gucken mal. Rüstung des Grabräubers. Mittelschwere Rüstung, Schuppenpanzer. Dieser Schuppenpanzer gewährt seinem Träger einen Verständnisbonus von plus 2 auf die RK gegen Untote. I like that. Momentan noch niemanden, der es tragen kann. Du verlierst eine Rüstungsklasse. Dafür. Und bekommst du eventuell gar nicht, weil du könntest. Du hast nur einen Geschicklichkeitsbonus, okay. Damit hättest du noch eine 21er Rüstungsklasse, hättest aber eine höhere Rüstungsklasse gegen Untote. Ha. Wir machen das mal. Ein Ablenkungsbonus von plus 1 auf die RK. Das ist wieder ein... Oh, nee, okay. Der ist plötzlich kumulativ. Okay. Den kann ich zusätzlich zu... Ja, der ist nämlich 19er Rüstungsklasse. Let's fucking go. Eine natürliche Rüstungsverbesserung plus 1 auf die Rüstungsklasse. Der Bonus ist nicht mit anderen natürlichen Rüstungsverbesserungen kumulativ. Okay. Trotzdem kumulativ mit dem, was ich habe. 20er Rüstungsklasse. Let's go. Na, wir gehen wieder hier drauf. 22 Rüstung. Ich habe eine 8er. Ja, passt schon. Ursachs Ausdauer ist in Flaschen. Ja, Mann. Ganz schön nice eigentlich. Du konntest die, ne? Ja, du konntest die. Konntest du auch? Nein, du konntest nicht. Okay, das heißt, die einzige, die mich heilen kann, ist tatsächlich Camellia mit ihrem Wunden verursachen Schriftrollen. Okay. Dann... Können wir jetzt noch ein paar Sachen verkaufen? Erstmal mache ich mal eine Mini-Heilung hier. Man weiß nie, was gleich kommt. Hier, machen wir Wunden. Dankeschön. So, tu mir weh! Nee, falsch. Das wäre voll geil, so mitten auf dem Schlachtfeld. Tu mir weh, tu mir weh, tu mir weh! So, was wollen wir denn haben? Zwei Hände aus kaltem Eisen. Oh, hab ich schon. Nee, ich hab ein Meisterstück. Das ist eine... Ah, okay. Langschwert. Rapier. Du hast schon einen normalen Rapier, oder? Ja, du hast ein Rapier. Oh, du hast sogar ein Rapier aus kaltem Eisen. Oh, das Klärchen. Nichts Spannendes. Dicke Polster. Bestätigt den Gegnern gegenüber dem Träger dieses plus 1 Waffenrocks einen kritischen Treffer, kann er im Falle einer misslungenen Zähigkeit eine Runde lang nicht mit Waffen angreifen. Okay. Not bad. Aber jetzt auch nicht so krass. Rüstungsarmschienen. Ja, okay, ist jetzt nicht so viel Interessantes hier mit bei. Okay. Haben aber ordentlich Cash gemacht. Das ist schon mal einiges wert. Gut Cash gemacht. BDSM Halbpapier. Ja. Ich tu dir weh, Rammstein, ja, Mann.
Der Chat geht jetzt plötzlich ab. Es ist Zeit für ein Duett. Es ist Zeit für ein Duett. Nach oben. Mein Pferd geht voran. Oh, ich hab... Oh, shit. Ich hab vergessen, ihre Sachen mitzunehmen. Wir gehen nochmal eben zurück. Weil den Kram kann ich gleich direkt weiterverkaufen. Alle einsammeln. So. Jetzt nochmal einkaufen gehen. Also, hier ist eine coole Glefe. Die kannst du haben. Genauso wie die Rüstung. Genauso wie die Schriftrolle. Massenverkauf brauchen wir nicht. Alles klärchen. Dann nochmal. Das sind nochmal 1000. Läuft. Ich bin dick im Geschäft. Ehrenlos geile Vocal freistelle. Schön, dass sie auch mitgenommen wurde. So, jetzt haben wir... Das Ding können wir noch mitnehmen. Passt so. Dann schauen wir mal. Guck mal, Yomi-Idee. Au, 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 au. I'm sorry. Während die Überlebenden der Kerker durchwanderten, tobt an der Oberfläche die Schlacht weiter. Die Krieger von Kenabris versuchen, den Schutzstand zu verteidigen, aber ihre Kraft schwindet. Ihr tapferer Widerstand wird vergeben sein, wenn sich niemand erhebt und das Ruder herumreißt. Das ist meine Aufgabe. Ruder herumreißen und erheben kann ich. Ich bin Chef. Ich bin Anführer. Steht in meiner Klasse drin. Muss stimmen. In meiner Klasse steht, dass ich ein Anführer bin, also ne, folgt mir alle. Time's not waiting. Außerdem sehe ich unglaublich wichtig aus, ich habe ein Pferd. Dachte, ich erwähne das nochmal. Ihr müsst mir folgen. Denn ein guter Anführer hat immer ein Pferd. Ich finde das irgendwie nur logisch. Pferde sind da wie besonders große Hüte. Autoritätssymbole. Ja, aber eine protzige Rüstung. Irabeth. Die sichtlich erschöpfte Halborkin vor dir trägt eine Rüstung, die mit Yomides Goldschwertern verziert ist. Sie hat offenbar in den letzten Tagen nur wenig geschlafen. Ihr Gesicht ist voller Ruß, auf ihrem Schwert klebt frisches Blut. Ihre nussbraunen Augen blicken hart und starr und ihre feste Stimme scheint es gewohnt zu sein, Befehle zu erteilen. Sie mustert dich überrascht, prüft wohl, ob du Freund oder Feind bist und öffnet den Mund, um dich etwas zu fragen. Doch dann erstarrt sie, als sie Anevia entdeckt. Okay, das ist ihre Freundin, oder? 100 pro. Called it. Called it. Mit dem Haarschnitt konnte sie nur. Bei der Göttin. Nee, wie ich. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren. Alles gut, Beth. Ich bin hier. Anevia streichelt Irabeths Kopf, flüstert ihr etwas ins Ohr, tritt dann zurück und deutet auf dich. Das hier ist Malakai von Karstein. Er hat alle versammelt, die den Untergang überlebt haben und uns dann zur Oberfläche hinaufgeführt. Ohne ihn hätten wir es niemals geschafft. Und ich sitze einfach im anderen Raum auf meinem Pferd, so richtig wichtig. Ich so, ja, das bin ich. Ich dachte, ich bleib mal hier hinten und tu mal ganz wichtig. Hallo. Ich bin das mit dem Pferd. Wichtig. Pferd, Autorität. Sie wendet sich dir zu, Malakai von Karstein. Ich möchte euch meine Frau Irabeth Tirabade vorstellen, Anführerin der Adlerwacht. Und Besitzerin einer außerordentlich protzigen Rüstung, möchte ich mal bitte anmerken. Ich fühle mich in meiner Autorität angekratzt. Die Halborkin nickt. Bis zum Eintreffen der Armee bin ich vorübergehend die Hüterin von Kenabris. Und ihr kommt gerade rechtzeitig. Wie ihr seht, schlagen wir gerade eine Schlacht. Und ihre feste Stimme wird ein wenig weicher. Danke, dass ihr Nevia rausgeholt habt. Ah, easy. Immer gerne. Kann doch hier zwei Turteltäubchen nicht im Stich lassen. Wo sind wir? Die graue Garnison. Bis vor kurzem diente sie als Kaserne für Kreuzfahrer. Mittlerweile ist sie in der Hand von Kultisten. Okay. Was ist das Ziel dieser Schlacht? Zu gewinnen. Was für eine dumme Frage, Alter. Zu gewinnen.
Als die Dämonen die Stadt attackierten, war ihr Hauptziel der Schutzstein. Ich muss euch vermutlich nicht erklären, worum es sich beim Schutzstein handelt und wie wichtig er für die Kreuzfahrer ist. Wir müssen ihn zurückholen, koste es, was es wolle. Andernfalls ist der Fall von Kenabris der Anfang vom Ende der Kreuzfahrer und der gesamten Welt. Niemand. 4 Monate später, Torben streamt aus dem Pferdestall. Hä? Was? Worum geht's? Pferdestall? Weil ich ein Pferd habe. Ich wollte tatsächlich schon gerne mal reiten lernen, tatsächlich. Ich habe nur momentan wieder schon länger drin halt die Befürchtung, dass ich einfach zu fett dafür bin. Das möchte ich dem Pferd nicht antun. Also erst abnehmen, dann reiten lernen. Wie ich sehe, hattet ihr eine schwierige Reise in die Oberfläche. Ihr müsst euch ausruhen, aber von dieser Schlacht hängt sehr viel ab. Ich habe nicht das Recht, euch Befehle zu erteilen, aber ich bitte euch, uns zu helfen. Na, immerhin! Immerhin, das finde ich sehr respektvoll. Ich habe nicht das Recht, euch Befehle zu erteilen, aber bitte helft uns. Das ist viel, viel besser als diese typischen Kommandanten in Rollenspielen, die so sagen, ja, ihr müsst mir helfen, ich bin der Kommandant, jetzt gibt's hier Befehle und so. Finde ich gut, ich mag die. Die ist cool. Die ist gut. Ich habe wichtige Informationen über einen Versteck der Kultisten. Sehr gut, erstattet mir vollständigen Bericht, wenn wir wieder im Hüterherz sind. Das ist unser vorläufiges Hauptquartier. Im Augenblick sind die gefährlichsten Kultisten hier. Sie haben die Graue Garnison besetzt. Wir sind auf Mischvolk gestoßen, das dort Kenabris lebt. Das ist Lan. Ein überraschter Ausdruck huscht über Irabets Gesicht, weicht aber rasch Respekt. Die meisten Bewohner von Kenabris halten die Kinder der ersten Kreuzfahrer für nichts weiter als eine Legende. Andere sagen, der Tag, an dem ihr euch an die Oberfläche wagt, würde das Ende der Welt ankündigen. Ich bin gewiss nicht abergläubig, aber unsere Lage ist tatsächlich apokalyptisch. Eine lebende Legende auf unserer Seite zu haben, kann also nicht schaden. Okay. Da fühlt sich Lan aber direkt ein paar Zentimeter größer. Kommt schon, lebende Legende, ein wandelndes Volksmärchen vielleicht. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich nicht zu einer Lachnummer werde. Keine Sorge, das bist du schon, Two-Face. Wie ist die Lage in der Stadt? Irabeth wischt sich langsam mit der Hand über das Gesicht. Die Stadt ist verloren, die meisten Verteidiger sind wie der Drache Terendelev in den ersten Stunden gefallen. Die Zivilisten sind geflohen oder im Chaos gestorben. Die Stadt wird von den Kultisten und Dämonen überrannt. Sag das nicht. Kenabris ist nicht gefallen, solange es Verteidiger wie euch und mich gibt. Süße Worte ändern nichts an der traurigen Wahrheit. Nein, sie hat recht. Danke, Ritterin. Solange wir noch die Kraft haben, eine Waffe zu halten und solange Iomedi uns beisteht, solange werden wir für Kenabris kämpfen. Okay, warum der Schutzstein wichtig ist, wissen wir tatsächlich, weil er die Weltenwunde beschützt. Die Schutzsteine sind ein Geschenk von Iomedi, erschaffen von ihrem Herold, einem mächtigen Engel und General der himmlischen Armeen. Die Schutzsteine verhindern die Ausdehnung der Weltenwunde, sie stehen entlang der Grenze des von den Dämonen kontrollierten Gebietes und bilden eine Barriere, um sie drinnen zu halten. Der Kenabris Obelisk wurde als erster aufgestellt und ist der Schlüssel zur gesamten Barriere. Wir dürfen ihn nicht diesen Monstern aus dem Abyss überlassen. Wie ist der Schutzstein in der Grauen Garnison gelandet? Wahrscheinlich wurde die Graue Garnison... Okay, lass mich raten. Die Graue Garnison wurde drumherum aufgebaut. Die Dämonen haben Kenabris lange belagert. Und dieses Mal ist der Lord Deskari selbst erschienen. Er hat den Schutzstein gepackt und bis hierher durch die halbe Stadt gesteuert. Okay, never mind. Das ist viel cooler. Ich dachte, der Stein wäre zerstört, aber es scheint noch nicht alles verloren zu sein. Noch nicht. Deskari ist längst wieder weg, aber der Schutzstein wird von einer ganzen Horde dieser Kreaturen belagert. Was werden sie mit ihm anstellen? Nichts Gutes, so viel steht fest. Okay, warum ist Deskari jetzt weg? Aber wie hat er das gemacht? Er ist ein Dämon. Der Schutzstein hat ihn von seinem verlausten Pelz verbrennen müssen. Das hätte er, aber was geschehen ist, ist geschehen. Warum wissen wir nicht? Auf in den Kampf! Das ist ja nicht Kampfgeist. Irabeth wendet sich ihren Kämpfern zu. Du bringst Anilvia nach hinten, der Rest von euch zu mir! Du hast angestrengtes Atmen, das von missmutigem Gemurmel durchsetzt ist. Horgrus umfasst mit weißen Knöcheln den Griff seines Rapiers. An seiner Schläfe bilden sich Schweißperlen. Lord Horgusgworm, bitte verzeiht, mir war nicht klar, dass Zivilisten unter uns sind. Meine Leute bringen euch an einen sicheren Ort, sofern es in Kenabris derzeit überhaupt einen sicheren Ort gibt. So, ihr geht bitte in die Weicheierecke da unten. Es ist Zeit zum Kampf. Jawohl, Kampfgeist ist das Einzige, wovon wir reichlich haben. Lan prüft mit einem schiefen Lächeln die Spannung seiner Bogensehne, ehe er die Stimme senkt. Aber tatsächlich Kampfkraft, damit ist es nicht ganz gut bestellt. Kampferfahrung, noch schlechter. Aber Kampfgeist, wenigstens davon haben wir mehr als genug. Nicht so der motivierendste Mensch, ne? Halb Lizard, Typ Satyrmann, Mischvölkler, lebende Legende. Für Iomedei und die Königin, tötet die Bestien.
Aber ist das nicht der sichere Raum? Da haben wir doch gerade die Zivilisten hingebracht. Okay, never mind. Ich dachte, das wäre der sichere Raum. Badisch, 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 badisch. Tür aufmachen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Wir spielen plötzlich Dark Souls. Ne, Entschuldigung, Silent Hill. Oder Dark Souls. Beides. Du hast die Option Runde-Automatisch Spenden aktiviert. Dadurch beendet das Spiel die Runde automatisch, wenn ein Charakter seine Standard- und Bewegungsaktion abgeschlossen hat. Soll diese Option F4 bleiben? Ja. Hast du eigentlich auch? Ja, hast du. Mach mal Piu Piu. Ups. Sehr schön. Okay, du bist einfach viel zu weit weg. Das heißt, wir marschieren ein bisschen nach vorne. Halbhandtasche. Fair enough. War aber ein sehr grimmiger Zwerg hier. Staunton Vane. Ich wollte ja erst Staunton sagen, aber das klingt nicht richtig. Baphomet-Kultist. Oh, guck mal. Die Baphomet und die Discari-Kultisten sind hier ein paar Freunde. Arschlöcher. Die widerwärtigen, niederen Kultisten arbeiten zusammen. Dem sollten wir ein Ende setzen. Irgendwie ist Lan heute scheiße. Der trifft nicht. Na, der Rekrut auch nicht, okay. Bonk. No front an dich, aber du nimmst mich mit diesem Blick an einen Zwerg. Erstmal, welcher Blick? Zweitens, ist kein Front. Attacke! Batz. Okay, mein Pferd hat ihn wieder abgeschlachtet. Ich liebe diese Momente, wenn ich einfach gar nicht zum Schlag komme. Weil mein Pferd die immer kaputt beißt. Für die Supi. Pix. Kann ich ihn anchargen? Let's go. Und bonk. Ach komm schon. Okay. Du wolltest es einfach nur dramatischer machen. Alles klar. Never mind then. Haben die irgendwas Gutes? Ein paar Schriftrollen, die kann man gut verticken. Ein Meisterstück Sense. Gibt Cash. Das gibt auch Cash. Auch Cash. So. Cash Money. Was ist das? Schwere Armbrust? Gibt kein Cash. Das gibt Cash. Cash, Cash, Cash. Langbogenmeister. Warte mal, Langbogen-Meisterstück? Können wir doch bestimmt Lan geben. Ich glaube, der hat kein Meisterstück Langbogen, oder? Nee, wunderbar, Upgrade. Hier kannst du haben. Guck mal. Besserer Bogen. Vielleicht triffst du dann auch mal wieder was und bist nicht so nutzlos. Das wäre doch was, oder? Ich weiß, wie man seine Verbündeten motiviert. Das muss man mir halt einfach lassen. Ich hoffe, du appreciate this. Was Wichtiges? Feines Feld, grüner Quarz. Leichte Wunden verursachen Trank. Let's go! Heiltränke für mich. Bonk. Bonk. Ich bräuchte irgendjemanden, der vielleicht Alchemist, Alchemie beherrscht. Um mir selber meine Wundentränke herzustellen. Schlaf gut, euren Feder. Hey, ich kenne euch. Gehört ihr zu diesen Kultisten? Wie geht's, mein Freund? Wollt ihr mitkommen? Ihr werdet bald alle tot sein, aber wir werden leben. Ein Verräter? Ich kann nicht. Na gut,
Kommt schon, vergesst diese Versage. Die Kreuzzüge sind vorbei. Bald werden die Dämonen über die ganze Welt herrschen. Bruder, bleib auf der Seite des Mannes mit Pferd. Glaub mir, das ist die sicherere Wette. Ich hab ein Pferd, die nicht. Wird schon schief gehen, lang lebe Baphomet. Aber auch mit so einer absoluten Laissez-faire-Attitüde, ne? Ah, wird schon schief gehen, heil Baphomet. Was kann schon schief gehen, heil Satan, let's go. Wow. Land ist immer noch scheiße. Egal. Lass ja mal schlagen. Hi! Bonk! Ich lieb's, wenn die platzen. Ich lieb's, wenn die platzen. Charge! So, Lan, versuch's nochmal. Schön. Grüße, gut Lan. You're a good Lan. Marmeladezeit, exakt. Die haben alle keine Eier. Nee, und das werden sie jetzt auch bereuen. Man wendet sich nicht so einfach gegen den Mann mit dem Pferd. Das ist schon nicht so clever. Vor allem nicht, wenn der Mann mit dem Pferd auch noch der Vampirkrieger mit der Zweihandklinge ist. Spots. Kopf ab. Let's go. Und auch mal wieder mit dem ziemlich aggressiven Pferd. Er hat zwar diese Runde keinen Schaden gemacht, aber trotz alledem. Ich glaube, Leon, also mein Reittier, hat mittlerweile mehr Damage gemacht als Lan. Würde ich drauf wetten. Charge den mal. Peaks. Ja, das war jetzt nicht so cool, ne? Immerhin macht sie anständig den Tank. Bisschen kurz die Axt, ne? Der hat gar keine Reichweite. Das finde ich tatsächlich eine ganz gute Kritik so an dem klassischen Zwergenbild. Ich meine, wenn wir mal drüber nachdenken, wie Zwerge wirklich kämpfen würden, wenn sie real wären. Ihr größtes Problem wäre ja ihre geringe Reichweite, weil sie halt klein sind und kurze Arme haben. Und dann kämpfen sie auch noch mit Einhandäxten. Waffen mit einer außerordentlich geringen Reichweite. Zwerge sollten eigentlich mit Piken kämpfen. Oder mit Hellebarden. Um ihren Nachteil so ein bisschen auszuwählen. Besser mit Hellebarden, weil da könnten sie ihre Stärke noch gut zum Ausdruck bringen. Marmeladenzeit! Ab mit dem Kopf! Exakt. Ja, wunderbar. Ja, während Sila hier einfach alles tankt, reiten wir jetzt hier mal rum und machen... Hahaha, mehr Marmelade, let's fucking go! Ah, ich liebe den Charakter! Einfach der berittene Zerstörer am Start hier. Also TWW ohne Zwergenträger ist dumm. Naja, nicht unbedingt. Weil, in Warhammer die Zwerge halt einfach keine Speere groß benutzen. Es geht jetzt eher darum, ne, in der Konzeption vorher, also Games Workshop hätte den vielleicht Zwerge geben, hätte den späten so helle Baden geben können. Ist jetzt für mich aber kein großer Punkt, weil Zwerge mit Äxten sind halt cool. Da bin ich schon einer. Da finde ich die Rule of Cool auch einfach klasse. Aber wenn man halt, ne, logisch drüber nachdenkt, wäre wahrscheinlich die beste Waffe für Zwerge, wenn man jetzt von Nahkampfwaffen redet, eine Hellebarde. Oder halt Piken. Also eigentlich sollte sogar hier diese Pike-and-Shot-Ära unsere eigene Geschichte.
wahrscheinlich mit Zwergen gut funktionieren. Große Piken und ansonsten halt Schwarzpulverwaffen. Konnte ich mir gut vorstellen, dass Zwerge so kämpfen würden. Ne, also so große Pikenformationen und halt ansonsten Fernkampf. Zwerge sind stur traditionell, warum so einen neumodischen Kram wie Speere? Was? Warum neumodischen Kram? Zwerge haben Schusswaffen, Feuerwaffen. Der Speer ist literally eine der ältesten Waffen der Welt. Ich würde wetten, dass der Speer vor der Axt existiert hat, auch in jeder Fantasy-Welt. Witz, du Vogel. Okay. Ha! Verzeihung. Sarkasmus. Ja, Sarkasmus kommt immer so toll rüber in Textform. Das ist eine der besten Humorformen für eine textbasierte Kommunikation, Sarkasmus. Weil die Betonung da so schon rüberkommt. Immer gut. Axtzwerge sind mega geil. Wie gesagt, ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Überhaupt nicht. Weil da bin ich halt auch einfach, ich finde Zwerge mit Äxten geil. War jetzt halt nur so, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Wäre erstmal eine ganz coole Idee. Was du nicht sagst, doch. Doch, tue ich. Da war Leon wieder. Woo! Okay, die Leiche war... Interesting. Bonk. Gnome sind natürlich jetzt komplett nutzlos auf dem Schlachtfeld eigentlich. Die haben weder Stärke noch Reichweite. Was willst du mit einem Gnome auf dem Schlachtfeld? Kannst auch gleich ein Kind mitnehmen. Boss Battle Leon vs. Dorga. Wer ist Dorga? Ich liebe das, wenn die Leichen sich häufen. In Videospielen natürlich. Ja, also. Videospielen. Natürlich nur in Videospielen. Alles andere wäre ja albern. Gnome sind halbwegs schlechtes Kanonenfutter für Katapulte. Archons Pferd. Ach so, ja, deswegen weiß ich sowas nicht, weil Archon ist ein Scheißcharakter. Das war nur Leon. Das war nur Leon. Der hat die gerade so weggepfeffert. Gott, ich liebe dieses Pferd. Leon ist ein fucking Boss. Leon ist so ein fucking Boss. Der macht seinem Namen alle Ehre. Gnome Armbrustschützen mit Schild. Das Problem ist aber, dass wenn du einen Gnome an der Armbrust setzt, die Armbrust nicht sonderlich groß sein darf und kein sonderlich hohes Zuggewicht haben kann. Weil der Gnome die ja auch spannen muss. Das bedeutet, der Gnome wird wahrscheinlich eine Armbrust nehmen müssen, die er halt mit Hilfsmitteln spannen muss. Entweder mit so einem Krähenfußding oder halt mit einer Kurbel. Und selbst dann kann die Armbrust nicht sonderlich groß sein, weil Gnome halt klein sind. Das heißt, das schränkt dann die Zugkraft auch nochmal extrem ein. Also selbst da wären sie schlechter als Menschen. Oder halt vergleichbare Völker. Hallo Akan, das grüßt dich.
Dementsprechend ist halt... Also ich wüsste jetzt keine Schlachtfeldrolle für die Gnome nicht signifikant schlechter wären als durchschnittlicher Mensch. Oder Gnome mit Kanonen. Ja, aber die Kanone müssten sie ja laden. Ne, irgendjemand muss ja den schweren Metallbeil tragen und vorne reinstopfen. Außerdem müssen die Gnome ja vorne rankommen und, den Metallball und die Ladung durchstoßen. Da sind sie wahrscheinlich auch wieder schlechter drin. Das ist entweder, du machst die Kanone so klein, dass sie rankommen und halt auch die Kugel tragen können, und dann ist sie halt schlechter als eine normale Kanone. Und eine Kanone laden ist halt auch körperlich anstrengende und schwere Arbeit. Bei der sie dann schlechter werden. Gnome in Kanonen. Ja gut, okay. Aber da wären sie halt schlechter als eine Bleikugel wahrscheinlich. Gnome im Schleichen vielleicht, in Kletteraktion könnte ich mir vorstellen. Okay, das sehe ich. Assassine, ja, aber Assassinen gibt es auf dem Schlachtfeld nicht. Auf dem Schlachtfeld hast du keinen Sinn für Assassinen. Gnome mit Schrotflinten. Ja, die vom Rückstoß dann selber weggeschossen werden. Nee, aber da sehe ich gerade tatsächlich, Gnome wäre ein tolles Speer. Gnome könntest du fantastisch als Speer einsetzen. Die könnten durch den Wald, klettern, sich richtig gut verstecken und könnten dich über die Bewegungen des Feindes informieren. Das sehe ich. Gnome wären ausgezeichnete Speer. Die wären unauffällig as fuck. Gnome als Unterstützer in einer Schlacht, die sich unter der Formation der Großen verstecken und dann die Fersen und Waden der Feinde stechen. Und die Hälfte von ihnen wird einfach zertrampelt im Kampfgeschehen. Das ist eh so, wo du gerade sagst, Assassinen auf dem Schlachtfeld sinnlos. Bei Total War Warhammer, ich finde Skarsnik mit den Assassinen-Sondereinheiten mega useless irgendwie. Oh nee, das sehe ich anders. Also es macht nicht viel Sinn, aber die machen richtig Damage, wenn du so clever einsetzt. Wenn die eine feindliche Einheit umrunden und in den Rücken fallen, sind die richtig strong. Was haben wir da? Minago. Was denn? Haben wir etwa Gäste? Das Gesicht der Dämonin wäre es als hübsch zu bezeichnen, wenn sie Augen hätte. Achso, das Gesicht der Dämonin wäre als hübsch zu bezeichnen, wenn sie Augen hätte. Sie verziert den Mund langsam zu einem süffisanten Lächeln. Gerade rechtzeitig. Hier sieht es schrecklich aus. Dabei habe ich noch nicht einmal das Blut in die Kelche gegossen. Warum? Oh. Die Dämonin ist richtig überrascht und bedeckt ihren offenen Mund mit ihren manikürten Händen. Was für eine unerwartete Überraschung. Staunton, mein kleiner Liebling. Lange nicht gesehen. Ich habe dich so vermisst. Hast du mich auch vermisst? Gib es zu. Ich habe dir doch schrecklich gefehlt. Der betagte Zwerg aus Irabels Trupp, der bis jetzt geschwiegen hatte, spuckt auf den Boden. Sein zerfurchtes Gesicht, das an einen verwitterten Fels erinnert, zuckt, als hätte er Schmerzen. Minago, du schon wieder, du Miststück. Minago? Etwa die Minago, die... Die Halborkin ist zu gut erzogen, um auf den Boden zu spucken, aber aus ihrem Mund klingt der Name wie eine Beleidigung. Seid vorsichtig, sie ist eine der tödlichsten Kreaturen der ganzen Dämonenhorde. Sie war seinerzeit für einen Massaker in Kenabris verantwortlich. Vermutlich ist sie gekommen, um ihr Werk zu vollenden. Hey Dämonenfrau, was ist mit deinem Gesicht los? Passt leider nicht zum Charakter, Leute. Wir roleplayen. Ich finde die Option auch mega geil. Aber das passt nicht zu einem Blutritter. Müsst ihr zugeben, oder? Das ist keine RP-Option. Es wäre die witzigste Option. Ich gebe euch absolut recht. Aber es ist kein gutes RP für den Charakter. Ich würde tatsächlich sagen, Staunton, kennt ihr diese Dämonen? 3. Aus dem Weg Bestie. Das glaube ich auch nicht. Ich würde tatsächlich einfach fragen, weil
Warum sollte ich als Vampirfürst eine Dämonin automatisch als Bestie bezeichnen? Weißt du, was ich meine? Ist ein Blutritter so geduldig? Dieser hier, ja. Wir sind ein Ritter. Ein dunkler Ritter, aber ein Ritter. Naja, zu sagen, ist ein Blutritter so geduldig, das sind immer noch Individuen, ne? Manche ja, manche nein. Du kannst nicht, es ist halt genauso, als wenn du fragst, hey, sind Bundeswehrsoldaten alle so geduldig? Manche ja, manche nein. Ob er mich kennt, Staunton, Schatz? Sag ihn, wie nah wir uns standen. Dieses Miststück. Die Stimme des Zwergs ist rau wie rostiges Metall. Sie war es, die mich irregeleitet hat. Sie ist der Grund, warum mein Leben den Bach runtergegangen ist. Wegen ihr ist Tresen gefallen. Meine Güte, als würde Butter nicht schmelzen. Minago droht Staunton mit einem manikürten Finger ihrer Klauenhand. Ich erinnere mich, wie begierig du zu unseren Schäferstündchen gerannt kamst, wie du gefleht hast, mich wiederzusehen, wie du versprochen hast, alles für mich zu tun, und zwar aus freien Stücken. Und jetzt behauptest du, Dresden sei wegen mir gefallen? Nein, nein, mein Liebster, das war allein dein Werk. Gleich stopfe ich dir deine verlogenen Lippen in den Rachen. Nicht doch, Staunton, sag nicht solche Sachen. Über diese Lippen, die dich so süß geküsst haben. Staunton, mein Schatz, liebst du mich etwa nicht mehr? Erinnere dich, wie sehr wir uns mochten. Ich hatte gehofft, wir kriegen das wieder hin. Ich spring dich um! Let's go! Aber Bundeswehrsoldat gegen 9 Jahrhunderte alten blutrünstigen Mörder. Ja und? Der Vergleich war ja nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten. Der Vergleich war zu sagen, nur weil jemand einer bestimmten militärischen Organisation angehörig ist, heißt das nicht, dass er automatisch einen bestimmten Charakter haben muss. Natürlich zieht es Leute von einem bestimmten Charakter eher zu bestimmten Einheiten, aber in allen anderen Situationen sind sie trotzdem noch Individuen. Und das trifft auch auf Vampire und Blutritter zu. Die sind ja nicht weniger Individuen mit eigenen Ideen und Gedanken, nur weil sie halt Blutritter sind. Aber das heißt, Blutritter sind verhältnismäßig ehrenhaft. Genau, das ist eine der... Das ist eine der, der wenigen Charaktereigenschaften, die man da tatsächlich relativ verallgemeinern kann. Weil das halt ein zentraler Bestandteil ihres Credos ist. Die Geduld, also ne, nicht die Geduld, die Ehre. Weil sie sehen sich halt auch immer noch als Ritter. You won't survive me. Individuell sein ist cool, bis dich jemand nachmacht. Da gab es ein schönes Wort auf Englisch. Ein Sprichwort. Imitation is the highest form of flattery. Also nachmachen ist die größte Form der Wertschätzung. Oder der Schmeichelei. Weil wenn jemand dich nachmacht, sagt er damit ja automatisch, dass du dich so verhältst, wie er gerne sein möchte. Deswegen, imitation is the highest form of flattery. Also wenn man seine Freundin nachäfft, ist das Liebe. Ja. Ich sehe kein Problem mit diesem Vergleich und ich bin gerne bereit, das zu unterstützen. Na, ich habe halt einen Moment nachgedacht, ob ich halt wirklich der Grund sein möchte, dass du deiner Freundin jetzt auf den Sack gehst und das mit mir begründest. Und ich habe dann beschlossen, ja, damit bin ich vollkommen einverstanden.
Ich meine, der Vergleich hinkt zwar, ne, hinkt zwar komplett, weil Nachäffen und ehrliche Imitationen nicht dasselbe sind. Aber ich bin aufgrund der Unterhaltsamkeit absolut bereit, diese Diskrepanz zu ignorieren. Selbst im Streit, man streitet nicht, wenn man sich nicht lieben würde. Das ist Blödsinn. Das ist sowas von Blödsinn. Es streiten sich tagtäglich arsch viele Leute, die nichts füreinander übrig haben. Also, nee. 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 Magst du die Spinnenlady eigentlich noch? Nein, die hat mich verraten. Deswegen wird sie sterben. Das ist tatsächlich eins der Prinzipien, die mein Charakter verfolgt, die ich vollends unterstütze. Als Mensch. Also ich selber persönlich. Es gibt so ein paar Dinge, die sind unverzeihlich. Verrat gehört dazu. Und da ist es mir auch tatsächlich scheißegal, auf welcher Seite des moralischen Spektrums man ist. Es gibt ein paar Sünden, die sind unverzeihlich und Verrat ist die schlimmste. Oh, Beweglichkeit, Legendenkunde. Das unheilige Symbol von Descari, den Dämonenherrscher, der Kenabris attackiert hat. Verrat, Klopapierrolle nicht nachfüllen, Age of Sigma hat die schlimmen Dinge im Leben. Ja. Sehe ich ganz genau, den Satz würde ich so unterschreiben. Als Dämonen-Asima. Also Tiefling. Also Dämonen-Asima? Also, ich kenne das jetzt nur von D&D, aber in D&D gibt es keine Dämonen-Asima. Da gibt es verderbte Asima. Die sind trotzdem von Heiligen abgängig. Und die von den Dämonen und Dings kommen, sind Tieflinge. Asima als Dämon? Okay. Ist das ein Thing in Pathfinder? Und D&D gibt's das, glaube ich, nicht. Reike wäre ein guter Loyalisten-Marine. Nee. Legendenweg-Dämon. Ja, okay. Okay. Gut, dann verstehe ich das. Alles klar, dann... Als du die Kammer betrittst, scheint sich dein Blick zu trüben und deine Knie knicken ein. Du hast Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Die Luft ist von der Macht erfüllt, die von dem Stein ausgeht. Plötzlich ist dein Kopf voller Stimmen. Schreien, Geflüster, Gelächter, Drohungen. Stimmen, die um Hilfe flehen. Stimmen, die fluchen und dich beschimpfen. Du zwinkerst und die Illusion verblasst. Neben dem Schutzstein steht ein Dämon mit einem suffisanten Lächeln. Gratuliere! Ihr habt es bis hierher geschafft. Das ist er, euer teurer Schutzstein. Aber was werdet ihr jetzt tun? Ich könnte euch auf der Stelle töten. Aber wäre es nicht nett, in der Schlacht zu sterben? Wie Helden? Nein, ihr sollt verzweifelt sterben und wie Ratten durch die Ruinen eurer Stadt kriechen, blind und gebrochen, mit zerschundenen Leibern, im festen Wissen, was euch angetan wurde? Das klingt schrecklich, aber so haben wir viele Generationen lang gelebt. Well... Keine Seele vermag den Versuchungen des Abyss zu widerstehen. Selbst ein Stein kann verführt werden. Ich scherze nicht. Euer kostbarer Schutzstein ist meinen Reizen, geschwächt von der Wunde, die ihm Descari zugefügt hat, schon fast erlegen. Bald wird die gesamte Barriere um die Weltenwunde, das Geschenk eurer nutzlosen Göttin, eine Waffe des Abyss sein. Nur noch etwas länger und
Bumm. Minagos Lachen hallt durch die Kammer. Alle Städte mit einem dieser Schandflecke, von Kenabris bis Nerosian, werden nur noch rauchende Krater sein. Und all die Sterblichen roter Schlamm unter unseren Hufen. Ihr habt also die Wahl, vor allem du, mein Schoßhündchen. Die Dämonin wirft Staunton eine Kusshand zu und streckt ihm ihr behuftes Bein entgegen. Küss meinen anmutigen Huf, schwöre Baphomet die Treue, und wenn die Welt fällt, sollen ihre Ruinen dir gehören. Haltet euer dreckiges Maul ab, Schaum. Zwingt mich doch dazu. Die Dämonin schenkt dir ein zuckersüßes Lächeln. Der süßeste Lohn des Sieges ist der Triumph über einen zerschundenen und gedemütigten Feind. Wollt ihr mir diese Freude verweigern? Du spürst einen plötzlichen Anflug von wildem Zorn, der vom Gefühl einer monströsen, ungezügelten Zerstörungswut begleitet wird. Es ist dieselbe Macht, die du im Schildlabyrinth gespürt hast, als du dich Sava Melek gestellt hast. Dieses Mal fühlt sie sich umfassender und bewusster an. Wir werden euch aufhalten, Dämonen. Attacke. Ich mag die nüchterne Objektivität von Lan. Ja. Finde ich auch super. So, es wird mal wieder Zeit für Personen vergrößern. So, ab dafür. Die Frau arbeitet für Sanesh. Basically, ja. Kann man so sagen, glaube ich. Gehen wir mal zwei hier rein. Bonk, bonk, bonk. Unsere Halbriesin ist am Start. Böses Niederstrecken. Perfekt. Jetzt hat sie den Debuff. Ja. Sie arbeitet gute. Sie leistet gute Arbeit. So, piu piu. Schade. Not enough piu piu was had. Ja, toll, Staunton. Lauf an ihr vorbei. Super Arbeit. Negative Energie fokussieren damit. Halt, der Penner mich. Charge! Gehen erstmal unsere gesamte Bewegungsreichweite nach vorne. Und dann wirken wir Zorn auf meinen Charakter. Okay. Riesen müssen auf dem Schlachtfeld ja auch überflüssig als Fuck sein. Warum? Riesen wären nützlich wie Sau. Riesen wären nützlich wie Sau. Stell dir mal vor, mit welcher Geschwindigkeit ein Riese ein Katapult beladen könnte, eine Kanone laden könnte oder was für gewaltige Bögen der abfeuern könnte. Riesen wären nützlich wie Sau. Nicht wieder das Wert. Nee, ich habe extra auf mein Charakterbild geklickt. Weil einfach nur Zielscheiben sind. Ja, deswegen ja. Deswegen als Riese Katapulte beladen, Kanonen beladen, Bögen abfeuern. Die könnten Ballisten als Bögen abfeuern. Riesen wären die stärksten Fernkämpfer auf dem gesamten Schlachtfeld. Oder einfach nur Steine schmeißen. Bedrohliche Darbietung. Jetzt haben die alle einen Malus. Herausfordern. Jetzt habe ich einen Bonus. Let's fucking go. Schöne Heilung. Ich
Es reicht. Ich bin es leid, Spielchen zu spielen. In Minagos Stimme mischt sich Wut. Ihr wollt wissen, was passiert, wenn ich mit dem Schutzschnell fertig bin? Ich werde es euch zeigen. Die Dämonin flüstert einen Zauber und eine Woge aus Dunkelheit fegt durch die Kammer. Die schmerzerfüllten Laute deiner Gefährten sind nichts verglichen mit dem, was du fühlst. Erneut ertönen tausende von Stimmen in deinem Geist und ertränken dich mit ihren Schreien und Klagen. Ein heftiger Schmerz durchzuckt deinen Schädel. Finde ich beides nicht so gut. Das klingt wie ein Anime-Charakter. Das klingt nicht nach mir. Dafür werdet ihr bezahlen, Dämonen abschauen, und zwar teuer. Machtlose Worte. Ne, machtlose Wut. Herrlich. Nur so droht mir weiter. Das Dröhnen der Stimme schwillt zu einer unerträglichen Kakophonie aus Schreien an. Hier wird schwarz vor Augen. Das riesige Konstrukt der Gruftkönige aus TWW3 mit dem riesigen Bogen. Zum Beispiel, ja, genau. Falls sie schlau genug sind, um das zu machen, ich denke, sie sind zu dumm dazu, da das Gehirn vollends damit beschäftigt ist, diesen gewaltigen Körper zu bewegen. Das mir jetzt gar nicht funktioniert. Warum sollte die Größe der Muskeln in irgendeiner Weise... Nein. Nein, das also, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Anatomie, aber... Warum? Warum sollten Riesen per se dumm sein? Gepriesen sei Yomi, ihr seid wach. Die Heilung eurer Wunden war einfach, aber ihr wart so lange bewusstlos, dass ich Sorgen hatte, wir hätten euch verloren. Ja, dann heilt mich doch nicht dauernd, ich bin ein Vampir! Was passiert? Wir konnten die Dämonen nicht besiegen, ihre Zauber waren zu stark. Irabeth schlägt mit der Faust auf ihre Handfläche. Ach, schon in Ordnung, irgendwie schaffen wir es. Ihr verlort das Bewusstsein, aber Staunton und ich konnten euch hierher ins Hüterherz bringen. Es war früher eine Taverne, aber jetzt ist es unser Hauptquartier. Wir sammeln hier unsere Truppen und bereiten einen Gegenschlag vor. Ich habe im Kerker eine Nachricht der Kultisten gefunden. Anscheinend haben sie sich in Estrots Turm verkrochen. Die Dämonen haben schon seit langem Spionen und Infiltratoren in Kenabris eingeschleust. Leider habe ich nicht genügend Leute, um den Ort sofort anzugreifen. Jedenfalls nicht blindlings. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr euch einschleichen und die Lage sondieren könntet. Aber nur sondieren, keine Heldentaten. Wie ist die Lage in der Stadt? Schlecht, aber nicht hoffnungslos. Wir erhalten ständig Neuigkeiten und in den Vierteln, wo alle schon für tot gehalten wurden, bilden sich neue Widerstandsnester. Die Überlebenden sammeln sich. Ihr solltet sie sehen. Ihre Gesichter, ihre Augen, sie brennen vor Entschlossenheit. Die Stadt ist zerstört, aber unser Widerstand ist nicht gebrochen. Wir werden weiterkämpfen. Was habt ihr als nächstes vor? Ihr habt gehört, was der Dämon gesagt hat. Sie werden den Schutzstein entweihen und die gesamte Barriere rund um die Weltenwunde sprengen. Das wäre eine noch schlimmere Katastrophe als die Ausdehnung der Weltenwunde vor dem zweiten Kreuzzug. Nicht nur Kenabris, sondern jede Stadt mit einem Schutzstein wurde zerstört. Anschließend der Hauptstadt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Wir werden ihn zurückerobern und sogar zerstören, falls es erforderlich ist. Iomedes Geschenk darf nicht zu einer Waffe des Abyss werden. Warum ist der Schutzstein... Wir wissen, warum der Schutzstein wichtig ist. Die Schutzsteine sind ein Geschenk von Iomede. Erschaffen von ihm... Wie oft soll ich das noch hören? Ja, das haben wir schon so oft gehört. Kann ich irgendwie helfen? Zunächst müssen wir entscheiden, was wir mit dem Stein machen, sobald wir ihn erreicht haben. Irabeth senkt ihre Stimme, bis sie fast flüstert. Was ich jetzt sage, ist streng geheim. Vor kurzem kam ein Reisender in die Stadt. Ein blinder Elf, der sich Geschichtenerzähler nannte. Er bestand darauf, den Schutzstein untersuchen zu dürfen und löste Alarm aus, als er damit fertig war. Schon vor dem Dämonenangriff hatte er eine Beständigung oder einen Makel im Stein gefunden. Prälat Hulrun tat seine Worte als Unsinn ab, fast schon Blasphemie. Aber unter uns, die Meinung des Prälats ist nicht viel wert. Ich denke, der Geschichtenerzähler wusste, wovon er sprach. Wir könnten seinen Rat jetzt gut gebrauchen, wenn wir nur wüssten, wo er ist. Ich erinnere mich, dass der Geschichtenerzähler lange mit Staunton gesprochen hat, einem Zwerg aus meiner Einheit. Ihr habt ihn während dem Dämonenangriff gesehen. Der Elf befragt ihn zur Geschichte der Kreuzzüge. Vielleicht hat der Geschichtenerzähler Staunton gesagt, wo wir ihn finden, falls etwas passiert. Es gibt noch ein Problem. Nach dem Angriff haben die Dämonen ihre Truppen in der grauen Garnison gesammelt. Ein Frontalangriff ist dort noch schwieriger. Aber ich habe einmal Soldaten sagen hören, es gebe einen Geheimzugang in die Garnison. Nur leider habe ich keine Ahnung, wo ich danach suchen soll. Haltet bei eurer Erkundung der Stadt bitte die Augen offen. Vielleicht findet ihr etwas, das uns nützen könnte. Und eine letzte Sache noch. Die Adlerwacht hat zuletzt viele Soldaten verloren. Einige wurden getötet, andere wurden seit dem Angriff nicht einfach nicht mehr gesehen.
Angesichts des Chaos, das im Moment in Kenabris herrscht, ist es nahezu unmöglich, verlässliche Informationen zu erhalten. Sie räuspert sich. Eine der vermissten Kämpferinnen ist Yana Aldori, eine neue Rekrutin der Wacht. Sie hat sich gut mit Celar verstanden und oft mit ihr getrunken, aber ich dachte, Celar und Yana wären gemeinsam gestorben. Aber jetzt ist Celar mit euch zurückgekehrt, aber Yana fehlt jede Spur. Solltet ihr in der Stadt irgendwas über ihren Verbleib erfahren, meldet euch bitte bei mir. Aldori! Waren Aldori nicht diese Schwertkämpfer aus Kingmaker? Möge die Göttin euch helfen, wir kämpfen noch. Was bedeutet, dass Kenabris noch nicht gefallen ist? Falls ihr in der Stadt auf kampfbereite Truppen stoßt, schickt sie hierher ins Hüterherz. Wir brauchen für den letzten Angriff jeden Kämpfer, den wir kriegen können. Ich find's schön, dass mein Pferd auch einfach wieder im Raum steht. Und noch etwas. Wenn ihr in der Nähe seid, besucht diese Adresse. Es ist unser Haus, meins und Anivias. Das heißt, es war unser Haus. Falls das Gebäude noch steht, öffnet das Geheimfach in der Küche. Es enthält Vorräte für Regentage. Ihr könnt mitnehmen, was immer ihr findet. Ihr braucht es dringender. Die Schutzscheine sind ein Geschenk Iomedes. Danke! Danke. Wow. Also, ich war schon gerade so verärgert darüber, dass ich es weggeklickt habe. Danke. Danke. Ein Herrscherdrache. Ausrüsten. Jetzt habe ich einen Herrscherdrachen. Beschwört einen winzigen Herrscherdrachen als Begleiter. Die genaue Weisheit des Herrscherdrachens gewährt einen Moralbonus von +1 auf folgende Würfe. Wissen Weltwissen, Arcanum, Legendenkunde und Legendenkunde. Okay. Okay, beschwöre ich den gar nicht richtig? Ich habe den nur im Inventar. Okay. Ich bin einen Arsch voll Sachen dabei. Riesen wären nicht intelligent genug, um einen Bogen zu nutzen, da bei doppelter Körpergröße das Hirn viermal so viel leisten müsste. Das würde aus einem Riesen mit einer selben Substanz wie den Menschen einen 3 Meter Riesen und die ganze 6 Monate alten Kinder senken. Sagt wer? Also woher kommt das? Und selbst wenn. Fantasy. Der Geschichtenerzähler, juhu, ist der cool? Elefanten und Blauwale sind anderer Meinung. Ja, aber Elefanten und Blauwale sind ja auch im Vergleich zu Menschen nicht so schlau. Die sind im Vergleich zu Tieren recht clever. Die wollten dich erst umbringen, Raikir. Ja, ich merke das schon. Die haben auch das 5- bis 10-fache an Synapsen. Und warum sollte das ein Riese dann nicht haben? Was spricht dagegen? Ja, genau. Warum sollten die das dann nicht auch haben? Sehe ich jetzt irgendwie den Punkt nicht. Weil ein Riese wäre ja eine komplett andere Spezies und nicht einfach nur ein hochskalierter Mensch. Hey, wartet! Können wir uns kurz unterhalten? Vor der Tür lehnt Anivia zwanglos an einem Regal. Fangen wir mit dem wichtigen Punkt an. Beth hat euch mit einer wichtigen Mission betraut und ich weiß, ihr werdet sie erledigen. Ich habe euch kämpfen sehen und genau das ist das Problem. Während ihr einen Bootgang erledigt, ist unsere Verteidigung hier geschwächt. Falls sie uns in eurer Abwesenheit angreifen, weiß ich nicht, ob wir sie zurückschlagen können. Wollt ihr, dass ich bleibe und die Taverne bewache? Was? Nein, eure Aufgabe ist viel zu wichtig. Ihr könnt es euch nicht hier gemütlich machen und warten, bis die Dämonen an die Tür klopfen. Wir müssen den Kampf zu ihnen tragen. Sollten diese Mistkerle es hier wagen, uns anzugreifen, schickt Beth einen Boten zu euch. Falls das passiert, kommt ihr schleunigst zurück, okay? Andernfalls werdet ihr nämlich nur noch einen Haufen Asche vorfinden. Okay. Wo greifen wir als nächstes an? Woher soll ich das wissen? Vermutlich nicht hier. Sie könnten die ganze verdammte Stadt angreifen. Diese Maden wissen, dass sie ihren Vorteil verloren haben und wir hart zurückschlagen werden. Fest steht nur eines. Nach ihrem Angriff wird hier einiges nichts wieder zu erkennen sein. Falls ihr also noch etwas Wichtiges erledigen müsst, solltet ihr euch damit beeilen. Danke für die Warnung. Wartet, da wäre noch etwas. Hätten sie es, wären sie nicht auf Bögen angewiesen, weil Schusswaffen und so, weil jeder Riese schlau wäre als Stephen Hawking. Was ist denn das für eine dumme Logik? Also, sorry, Celtic, ich nenne jetzt nicht dich dumm, aber die Logik ist dumm. Du sagst, okay, Riesen wären total dämlich, weil sie zu wenig Synapsen haben. Dark Hunter sagt,
Ja, aber sie sind ja eine andere Spezies. Was ist, wenn sie genug Synapsen haben? Dann wären sie Stephen Hawking. The fuck? So als ob es dazwischen nichts gibt oder was? Das ist nicht logisch. Das ist überhaupt nicht logisch. Also entweder sind Riesen Stephen Hawking oder dumm oder was? Das ergibt gar keinen Sinn. Duck hat ja vollkommen recht. Das ist eine andere Spezies. Sie könnten schlicht und ergreifend einfach halt auf einem normalen humanoiden Intelligenzlevel sein, weil sich der Körper dementsprechend entwickelt und angepasst hat. Die Entscheidung ist nicht zwischen vollkommenem Idiot und Stephen Hawking. Das ist doch variabel. Wie wäre es mit der Kluft, die dieser verfluchte Käfer mit seiner Sense hinterlassen hat? Ja, sie teilt die Stadt in zwei Hälften und ist schwer zu überwinden. Laut meiner Späher gibt es am Marktplatz eine halbwegs sichere Stellung rüberzukommen. Überprüft haben sie es natürlich nicht, aber falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch auf die andere Seite umzusehen, und früher oder später müsst ihr das wohl, solltet ihr am Marktplatz euer Glück versuchen. Wir sehen uns, passt auf euch auf. So, dann haben wir hier ganz, ganz viele Leute. Ich muss mal kurz was trinken. Ansonsten kackt meine Stimme gerade mich schon wieder ab. Au! Oh, fuck! Okay, wir stellen fest, eine große Wasserflasche war eine super gute Idee. War eine super gute Idee, um meinen täglichen Wasserbedarf im Auge zu halten und zu garantieren, dass ich genug trinke. Es ist eine Scheißidee, wenn man Muskelkater hat und das Kackding nicht richtig heben kann. Ah, aua. Stunden. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Nee. Der Zwerg erinnert an eine verlassene Zitadelle, deren hohe Mauern bröckeln, aber noch halten, während die leeren, unbeleuchteten Fenster darauf hindeuten, dass im Inneren schon alles tot ist. Okay. Das ist auch eine sehr umständliche Art, um zu sagen, dass er depressiv ist. Oh, ihr seid es. Gute Arbeit in der Grauen Garnison. Mein Name ist Staunton Vane. Falls ihr Gerüchte über mich gehört habt, sein Gesicht, das nicht den Eindruck macht, als habe es jemals gelächelt, verzieht sich zu einer Grimasse. Und damit ihr es wisst, alles, was die Leute über mich erzählen, entspricht der Wahrheit. Was erzählen die Leute über euch? Sie sagen, dass ich ein Verräter sei, so schlimm wie Arelu Vorlesch, dass ich eine Schande wäre, selbst in den Reihen der Verurteilten, dass Königin Gallifrey mich niemals hätte verschonen dürfen, dass ich an die Galgen gehöre. Wer ist Arelu Vorlesch? Kaum ein Name löst unter den Kreuzfahrern einen solchen Zorn aus wie der von Arelu Vorlesch, der sarkorianischen Hexe, die Weltenwunde geöffnet und später sogar erweitert hat. Über ihr Leben vor dieser Schandtat ist kaum etwas bekannt. Man weiß nur, dass Vorlesch für den Gebrauch Arcana-Magie verurteilt wurde, der in Sarkoris verboten war, und dass sie im Turm der Schwelle unweit der Stadt Itz eingesperrt wurde. Dort führte Arelu Vorlesch das Ritual durch, das den Weg für die Invasion der Dämonen ebnete. Damit verdammte sie ihr Land dazu, von den Dämonenherrscher Deskari heimgesucht zu werden. Die Hexe selbst verwandelte sich mit geheimnisvollen Mitteln von einer gewöhnlichen Frau in eine Halbdämonin. Im Laufe des folgenden Jahrhunderts sind die Kreuzfahrer Arelu Vorlesch oder den Ergebnissen ihrer Experimente ab und an begegnet, haben aber nichts weiter über Deskaris Handlangerin in Erfahrung gebracht. Sie hat eine hohe Position in der Armee des Abyss inne und trägt den Titel Architektin der Weltenwunde. Die Verurteilten? Die Verurteilten sind eine militärische Einheit unwichtiger Krimineller, die während der Mendevischen Kreuzzüge als entbehrlichste Kanonenfutter rekrutiert wurden. Okay, Straflegion. Königin Gallifrey ist die absolute Monarchin des Kreuzfahrerlandes Mendev und Oberbefehlshaberin der Mendevischen Kreuzzüge. Obwohl der Name der Kreuzfahrerkönigin im Gebiet der Inneren See mittlerweile wohl bekannt ist, übersieht man leicht, dass Gallifrey zu Beginn ihrer Herrschaft über Mendev als Paladinin nicht Iomedi, sondern Arodin gedient hat. Als sich die Weltwunde öffnete und Mendev für immer veränderte, war Gallifrey noch eine unerfahrene junge Monarchin, die den Tod ihres Gottes verarbeiten und gleichzeitig ihre Nation gegen die Bedrohung aus dem Abyss im Westen wappnen musste.
Sie erwies sich der Herausforderung als gewachsen und ihrer Führerschaft war es zu verdanken, dass Mendev in den folgenden Jahren nicht nur von dämonischen Invasionen verschont blieb, sondern auch die Grenze zur Weltwunde erfolgreich halten konnte. Als die Kirche von Iomede den ersten Kreuzzug organisierte, schloss sie sich mit Mendev zusammen, um die Armeen der Dämonen zurückzudrängen. Bei dieser Schlacht zeichnete sich Gallifrey mehr als einmal durch kühne Taktiken und Führungsqualitäten aus. Aber diese Inspiration wirkt in beide Richtungen, denn Gallifrey fand in der Kirche von Iomede einen Ersatz für ihren verlorenen Glauben. Als der erste Kreuzzug mit der scheinbaren Niederlage der Dämonenheere endete, war Gallifrey bereit, zu einer Anhängerin Iomedes zu konvertieren und hatte sich als eine der treuesten Paladine der Erbin erwiesen. Um eine derart wertvolle Anführerin an der Spitze ihrer Kreuzzüge zu halten, kaufte die Kirche von Iomede zweimal das seltene und teure Sonnenorchideen-Elixier, das das Leben Sterblicher über das normale Maß hinaus verlängert und schenkte es der Königin. Das ist der Grund, warum die Königin noch lebt und mittlerweile über ein Jahrhundert lang die Kreuzfahrer befehligt. Okay. Warum hassen sie euch so sehr? Das wisst ihr nicht? Staunton mustert dich mürrisch und fährt dann seufzend fort. Ich bin der Grund, warum sich die Kreuzfahrertruppen in Festungen... Nochmal, ich kann nicht lesen. Ich bin der Grund, warum sich die Kreuzzugstruppen in Festungen am Rand der Weltenwunde verstecken, anstatt den Kampf zu den Dämonen zu tragen. Wir hatten einmal einen Brückenkopf in der Wunde, die mächtige, unannehmbare Stadt Dresden. Aber dann ist die Stadt gefallen, allein wegen meiner Dummheit. Ich übergab unsere wichtigste Zitadelle dem Feind. Ich kam vor Gericht. Sie wollten mich hinrichten, und das zu Recht. Aber die Königin intervenierte. Sie sagte, ich solle leben und kämpfen, um meine Untat wieder gut zu machen. Und so lebe ich denn, Jahrzehnt um Jahrzehnt, und kämpfe bei den Verurteilten. Der Zwerg zuckt mit den Achseln. Wie ihr seht, habe ich nichts wieder gut gemacht und niemandes Vergebung erlangt. Werdet ihr mir jetzt auch ins Gesicht spucken? Es würde mich nicht überraschen. Er lebt und kämpft weiter ohne Hoffnung um was Besseres, weil die Königin es angeordnet. Das ist durchaus ehrenhaft. Scheiße. Euch wurde die Chance zu leben gewährt. Also lebt und hört auf, anderen die Schuld dafür zu geben, was ihr aus eurem Leben gemacht habt. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber es ist chaotisch. Storn ins Gesicht spucken. Das ist nicht ritterlich. Es steht mir nicht zu, über euch zu urteilen. Doch, tut es. Wir sind ein richtig, richtig wichtiger Ritter. Wir urteilen über alles. Ich nehme das. Glaubt ihr, ihr seid der Einzige, der mir Predigten hält? Der Zwerg zuckt mit den Schultern. Du hast eine Aktion ausgeführt. Diese war chaotisch. Ich hatte mal so Muskelkater in den Armen und der Brust, dass ich ohne Scheiß Probleme hatte, Trinken in ein Glas zu kippen. Ich habe mich so totgelacht. Bewegt die Arme. Nein. So wenig wie möglich. Oh, scheiße, du hast jetzt die Ohren aufgemacht. Oh, du bist ein Penner, Alter. Du bist so ein Penner. Warum sind meine Zuschauer alle Wichser? Ohne Scheiß. Warum ist meine komplette Zuschauerschaft voll mit irgendwelchen sadistischen Pennern? Ich krieg die Krise, Mann. So viele Jahre bei den Verurteilten, da habt ihr inzwischen eure Buße doch sicher abgeleistet. Das ist nicht meine Entscheidung. Mein Leben liegt in den Händen der Königin. Er verstummt kurz und fügt dann mit zitternder Stimme hinzu. Die Verurteilten sind nicht das Schlimmste. Ich habe all die Jahre zu Torak um Vergebung gebetet. Unzählige Male war ich bei seinen Priestern. Unzählige Male kniete ich vor seinem Altar. Wenn der Vater des Zwergenvolks doch nur ein einziges Mal auf meine Gebete antworten würde. Nicht um mir zurückzugeben, was ich verloren habe, sondern nur um mir zu sagen, dass ich noch immer eins seiner Kinder bin. Aber anscheinend bin ich ihm völlig gleichgültig. Was soll ich von Sterblichen erwarten, wenn nicht einmal mein eigener Gott mich der Vergebung für würdig hält? Okay, also Torak ist der Zwergengott? Torak, auch bekannt als der Vater der Schöpfung, ist ein stoischer und ernster Zwergengott, der Schmiede des Schutzes und der Strategie, der Ehre, planvolles Vorgehen und guten Stahl schätzt. Er hält sich als Gottheit eher zurück und gewährt seinen Klerikern zwar magische Kräfte, überlässt seine Anhänger aber ihrem eigenen Lebensweg, da nur das sich stark und entschlossen werden lässt.
Wegen euch deine ganze Stadt gefallen? Wie ist das möglich? Was denn das für eine Frage? Der Ritter funkelt die Stirn runzend an. Wenn ihr dem Wort eines Verdammten nicht glaubt, fragt euch jemand anderen. Meinen kleinen Bruder Joran zum Beispiel. Wenn ihr es dann auch immer nicht glaubt, von mir aus. Aber falls ihr mich bitten wollt, die Geschichte meiner Schande zum tausendsten Mal zu erzählen, lasst es. Habt ihr wirklich keine Freunde? Nee, das klingt albern. Ich muss mit dem Elf sprechen, der sich Geschichtenerzähler nennt. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Der Geschichtenerzähler. Staunton streichelt sich gedankenverloren über den Bart. Das ist ein merkwürdiger alter Geselle. Wir haben stundenlang zusammengesessen und er hat mir alle möglichen Fragen gestellt. Er hat nie etwas bewertet oder mich beruhigt, immer nur zugehört. Anfangs wollte ich, dass er mich mit seinen Fragen in Ruhe lässt, aber später erkannte ich, dass die Gespräche mit ihm meine Bürde ein wenig erleichterten. Ich hoffe, er ist noch und es geht ihm gut. Er ist völlig blind und sehr schwach, wenn er also alleine durch die Stadt irrt. Naja, dann wisst ihr wahrscheinlich, was das bedeutet. Ich kenne aber einen Ort, an dem er sein könnte. Sucht in der Schwarzschwinge nach ihm. Das ist eine Bibliothek. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Ich weiß nicht, was ein blinder Elf in der Bibliothek verloren hat, aber er hat sie geliebt. Er saß oft Tag und Nacht dort. Na, vielleicht fasst er einfach gerne Bücher an. Dann geht. Vielleicht sehen wir einander wieder. Das ist irgendwie ganz witzig, oder? Er kann zwar nicht lesen, weil er blind ist, aber er betatscht einfach gerne Bücher. So, das ist aber ein schöner Einband. Ah, das wäre lustig. Der fühlt sich gut an. Camellia mustert dich nachdenklich und spielt dabei mit dem schlangenförmigen Knochenamulett, das an ihrem blassen Hals hängt. Sie bemerkt deinen Blick und lächelt kurz, kalt und kaum wahrnehmbar. Seid gegrüßt. Für einen Moment hat es den Anschein, als wolle sie etwas hinzufügen. Doch die Pause wird zu lang und sie verfällt wieder in vorsichtiges Schweigen. Erzählt mir von euch. Ihr wollt mehr über mich wissen, als ihr bereits wisst? Warum? Camellia zieht eine ihrer zarten Brauen hoch. Ich spreche mit den Geistern dieses geschundenen Landes und sie leiten mich in der Schlacht. Ich werde euch helfen, die Dämonen zu bekämpfen und ich schwöre, dass ihr euch in dieser Angelegenheit auf mich verlassen könnt. Reicht das nicht? Wo habt ihr gelernt, so vortrefflich mit dem Rapier umzugehen? Ich hatte gute Lehrmeister, allerdings gebührt ihnen nicht das ganze Verdienst. Ich bin eine überaus eifrige Schülerin. Camellia leckt über ihre ausgetrockneten Lippen. Okay, die ist safe irgendeine Psychotante. Die ist safe irgendeine Psychotante. Euer Amulett ist recht ungewöhnlich. Woher habt ihr es? Ah, mein Schmuck. Sehr freundlich, dass ihr ihn bemerkt. Aber ich versichere euch, dieses Amulett ist nur Tant. Manchmal mögen Damen auch schöne, aber nutzlose Dinge. Ihr seid im Kampf viel entspannter. Eure Kampfschreie sind zügellos. Ist das Flirten? Sie errötet leicht und senkt den Blick. Ihr habt es also bemerkt. Ehrlich gesagt beschämt mich das. Wisst ihr, als Schamanin habe ich stets Kampfgeister meiner Seite. Sie sind meine allgegenwärtigen Begleiter. Im Eifer des Gefechtes werden sie recht laut. Wie auch immer, so sehr ich unsere erfrischenden Gespräche schätze, die Geister rufen mich. Und ich muss antworten, bitte entschuldigt mich. Ich habe mich gerade ein bisschen an Thrall aus Warcraft. Die Geister sind ruhelos. Camellia wendet sich ab, beobachtet sie aber weiterhin aus dem Augenwinkel. Das Ding ist, wenn die wirklich so eine richtige Psychotante ist, wird die eine ziemlich gute Königin für mein neues Reich, was ich aufbaue. Das wäre sehr lustig. Hallo, Horkus. Hier, nehmt das. Ja, das sind 2000 Münzen. Nehmt eure Bezahlung und vergesst nie, dass Horkus Gwärm sein Wort immer hält. Ihr habt mich zurück zur Oberfläche geholfen und ich habe euch für diese Begleitung angemessen entlohnt. Lasst uns jetzt über unsere zukünftige Zusammenarbeit sprechen. Nice Cash. Horkus sieht dich mit unverhohlener Missbilligung an. Die Arme verschränkt, sein Fuß klopft unglücklich auf den Boden. Ich habe eine Aufgabe, die für jemanden wie euch ideal wäre. Natürlich entlohne ich eure Dienste großzügig. Was soll das heißen, eine Aufgabe für jemanden wie mich? Für einen Abenteurer, der seine Seele für Schnaps verkauft und dann betrunken in der Gosse landet. Oder haltet ihr euch für was Besseres? Einen fahrenden Ritter vielleicht, edel im Herzen, aber ohne eine Münze im Beutel? Bruder, ich wäre ganz vorsichtig, was ich sage. Horkus beäugt dich kritisch, seufzt und zuckt mit den Achseln. Ihr scheint mir als Verbündeter verlässlich genug zu sein und außerdem habt ihr mich aus den Höhlen der Mischlinge gebracht.
Warum sollte es mich scheren, was ihr mit meinem Geld macht, sobald ihr es habt? Wahrnehmung gescheitert. Ach, schade. Hogwarts scheint zu jenen zu gehören, die glauben, die gesamte Welt schulde ihnen etwas. Das klingt gut. Eine artige Abstimmung gibt euch nicht das Recht auf schlechtes Benehmen. Ich würde es begrüßen, wenn ihr zukünftig von der Aussagen Abstand nehmen würdet. Genau, wir zeigen ihm, wie sich richtiger Adel verhält. Ach, wirklich? Unverschämtheit? Niemand wagt es, Horus Gwärm zu sagen, wie er Gesindel anzusprechen hat. Entschuldigung? Warum habe ich hier keine Antwort, bei der ich mir ins Gesicht schlage? Ja, nö, fuck off. Ein derart lukratives Angebot auszuschlagen wäre hochgradig unüberlegt, wenn nicht sogar albern. Bitte hört mich wenigstens an. Nein, fick dich, du bist ein Hurensohn! Ihr werdet mein Leibwächter sein. Ich muss nämlich aus gutem Grund in mein Anwesen hier in Kinabris zurückkehren. Ich habe noch... Nun, das spielt keine Rolle und geht euch nichts an. Mein Anwesen ist ein atemberaubendes Gebäude mit einem großen Garten im wohlhabenden Teil der Stadt. Schon vor dem Angriff der Dämonen hat jeder Dieb und Betrüger der Stadt versucht, auf die eine oder andere Art hineinzugelangen. Mich schaut bei dem Gedanken, in welchem Zustand es jetzt ist. Ich hege kaum Hoffnung, dass meine Wachen das Anwesen während des Angriffs halten konnten. Und ich rechne damit, dass die Bediensteten geflohen sind, als sie die Dämonen sahen. Nur Appa da weiß, was seitdem dort geschehen ist. Darum bitte ich euch, mich vor meinem Anwesen zu treffen und zu beschützen, bis meine Geschäfte abgeschlossen sind. Appa da. Der Gott der Städte, Gesetze, Händler und des Wohlstands. In den östlichen Drachenreichen, auch als der Gott der Mauern und Gräben bekannt, gilt als sehr geduldig. Er nimmt stets eine neutrale Haltung ein und strebt mehr Zivilisation und Ordnung unter den Völkern von Golarion an. Ich habe bereits die hiesigen Paladin um Hilfe gebeten, aber sie wollen keinen Fuß vor diese Taverne setzen. Verdammte Feiglinge und Verräter, mehr sind sie nicht. Nehmt bitte Camellia mit. Ich traue diesem Mädchen mehr als dem Rest eurer Gruppe. Immerhin ist sie von adliger Abstammung. Ganz ehrlich? Ich habe keinen Bock, eine Aufgabe für den zu machen. Sehe ich nicht. Was meint ihr? Der Elf ist blind und die Dämonin ist auch blind und hat keine Augen. Meinst du, das gehört zusammen? Doch, mach mal. Aber das ist nicht Roleplay. Das ist nicht Roleplay. Die Quest ist interessant. Na gut. Okay. Ja, okay. Was an Belohnung sprechen wir? 1000 Goldmünzen. Mehr. Schön. Doppelte Belohnung. Let's fucking go. Wunderbar. Hervorragend. Horgos Mine entspannt sich und einige seiner Falten glätten sich. Ich werde umgehend zu meinem Anwesen gehen und dort auf euch warten. Macht euch bis dahin keine Sorgen. Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Aber beeilt euch trotzdem. Sonst müsste ich eure Belohnung kürzen. Ich habe nur eine Feststellung gemacht. Ja, immerhin haben wir wieder ein bisschen Kohle rausgeschlagen. Oh, Level Up. Oh, verbesserter Sturmangriff. Nice. Wollen wir eigentlich irgendwann Multiklassen oder bleiben wir auf Mystic Knight? Ja, Mann. Blutzeuge. Cool. Kriegspriester. Wir konvertieren zu Sigma. Blutwüter. Okay. Krass. Das klingt ziemlich geil. Machen wir erstmal weiter mit furchtbaren Anführer. Höllenritter. Oh, das ist eine gute Idee. Höllenritter. Signifier bilden den zauberwirkenden Arm der Höllenritterorden. Als Gesichter so verstreckter Ordnung nutzen sie ihre magischen Kräfte, um Kriminellen unmöglich zu jagen und ihre Rechtsschau zuzuführen. Höllenritter. Stack, stack. Und da brauche ich auch noch ein paar Sachen für. Arcanes Rüstungstraining, Kriegspriester. Fähigkeit, Arcane Zauber zu wirken. Okay, da kommen wir so schnell nicht hin.
Ich habe übrigens hier, mit dem großen Bild habe ich gefixt bekommen. Ich habe einen Schreibfehler bei der Benennung der Dateien gemacht, daher kam das. Athletik. Wissen Welt. Und überzeugen. Für Wahrnehmung haben wir andere Leute. Heftiger Angriff ist echt nice. Brittner Kampf. Wird dein Reitkampf getroffen, kannst du einmal pro Runde versuchen, den Treffer mit einem Beweglichkeitswurf aufzuheben. Ist das Ergebnis der Beweglichkeitswurf höher als der Angriffswert des Gegners, wird der Treffer aufgehoben. Voraussetzung für Rossschild, beherzter Sturmangriff. Im Falle eines britischen Sturmangriffs verursachst du mit Nahkampfwaffen doppelten Schaden. Du kannst der RK deines Reitiers deinen Basisschildbonus. Okay. Du kannst den Gegner mit einem Reiter zertrampeln. Im Erfolgsfall fügt der Reiter den Boden und zieht Schaden. Das ist natürlich alles zu. Doppelter Schaden! Sturmangriff! Der normale Höllenritt. Da müssen wir gleich mal gucken dann. Du erhältst einen Bonus von plus 2 für alle Wartungs- und Überzeugungsfertigkeitswürfe. Hast du 10 oder mehr Ringe in dieser Fähigkeit, erhöht sich der Bonus auf plus 4. Oh, das ist auch nice. Also, berittener Kampf will ich. Heftiger Angriff will ich eigentlich auch. Weil da mache ich plus 2 Nahkampfschaden, wenn ich einen. Wenn ich minus 1 auf Treffen nehme. Bluttrinker. Du kannst dreimal täglich als blutbewusster, hilfloser Schlafender oder gelähmter Kreaturen trinken. Außerdem kannst du Blut von den Kadavern lebender Kreaturen trinken. Wenn du das Blut einer der genannten Kreaturen trinkst, hältst du 5 vorübergehende Trefferpunkte plus 5 weitere Punkte für jeweils 3 Trefferwürfel. So ein Bonus von plus 1 auf Zähigkeitswürfe. Das ist gar nicht mal so geil. Wäre flufftechnisch ganz cool, aber ist gar nicht mal so gut. Rüstungsfokus ist auch nett. Ich muss ganz ehrlich sagen, Arcanas Rüstungstraining, das wäre wichtig für Höllenritter, ne? Malakai von Kashan sitzt immer auf Leon. Das stimmt. Ich würde ganz gerne nochmal gucken. Wo ist denn da Höllenritter? So, wir brauchen einen Grundangriffsbonus von 5. Das kriegen wir mit Level dazu. Überzeugen. 5. Wir haben momentan 2. Okay. Wissen Arcanum. Da können wir tatsächlich dann reingehen, ja? Wir müssen rechtschaffend sein. Wir müssen eine rechtschaffende Gesinnung haben. Und im Grunde müssen wir einfach nur alles weitermachen, wie wir sind. Und wir müssen Wissen Arcanum bekommen. Spannend. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Dann gehe ich mal von Wissen Welt hier auf Wissen Arcanum und level das hoch. Und war das Wissen Arcanum oder was war das? Mal kurz gucken. Was, Wissen Arcanum oder Arcanum? Höllenritter. Wissen Arcanum, Wissen Arcanum. Ja, das heißt, wir gehen auf. Moment, habe ich das jetzt? Wissen Arcanum. Und überzeugen. Dann leveln wir es langsam hoch. Beherzter Sturmangriff ist halt schon ziemlich geil, ne? Doppelter Schaden. Mit einer Zweihandwaffe. Wir würden so ficken. Beredsamkeit wäre halt richtig gut für. Für RP. Also ich glaube, wir machen das folgendermaßen. Wir kriegen ja noch mehr Talente. Auf 5 und 7. Wir nehmen jetzt Beredsamkeit, weil wir damit von der Story Sachen freischalten können. Und dann gehen wir auf berittener Kampf auf Stufe 5. Würde ich sagen. Was kriege ich hier?
berittene Meisterschaft. Aber das kriege ich hier sowieso schon. Guck mal. Berittene Meisterschaft vom Schwertorden bekomme ich hier unten sowieso schon. Okay, dann machen wir es anders. Beredsamkeit ist gut. Gut für die Story. Wir haben jetzt verbesserter Sturmangriff. Sehr gut. Angstmacher. Plus 1 überzeugen, fände ich ganz einfach bei Einschüchterungsversuchen. Nice. Ich finde, für einen Vampir, da tötest du nicht genug Leute. Hast du mal die Leichenberge gesehen, die wir an den Kultisten angerichtet haben? Nur so eine Frage. Ah ja, mit Gebrechmann kann ich dann der Erste Hilfe Ausrüstung benutzen, okay. So, Gemmel Hawkins. Hinter der Theke steht eine seltsame Gestalt. Die Haut des riesigen, unansehnlichen Mannes ist so blass, dass seine blauen Venen weithin sichtbar sind. Du bemerkst zahllose Narben auf seinen kahlen Schädel, während er dich mit blutunterlaufenden Augen gelassen mustert. Das Glas in den ungelenken Händen des Albinos wirkt gefährlich filigran, als würde eine Bewegung seiner schwieligen Finger ausreichen, um es zu zerbrechen. In seinem Hals baumelt ein goldenes Medaillon mit einer Gravur in Form eines Kruges. Na, was darf's denn sein? Vampir, oder? Dann gebt mir mal ein Glas von dem, was ihr unseresgleichen hier serviert. Machen wir gleich. Erstmal hier das Medaillon, das ihr tragt. Das ist ein heiliges Symbol, oder? Seid ihr ein Kleriker von Caden Kalian? Ich bin Tavernenwirt, der Beste der Stadt. Der Beste, den es je gab. Und ich bete zu dem besten Gott, den es gibt. Dann machen wir das mal. Gemli greift in die Theke und reicht dir eine Flasche mit einer trüben Flüssigkeit. Hier, frisches Blut einer Elfenjungfrau. Nur für unseresgleichen. Nice. Let's go. Das ist so edgy, ich liebe es. Zeig mal, was ihr habt. Danach reden wir weiter. Ich will erstmal meinen Scheiß verkaufen. Gut, wir haben jetzt erstmal Elfenjungfrau Blut. Kann man jetzt erstmal nichts gegen sagen. Nochmal 2000, let's go. Wenn der Träger dieser Handschuhe einen Zaubertrick einsetzt oder einen Zauber der Stufe 1 wirkt, verursacht dieser pro Würfel einen zusätzlichen Punkt Schaden. Okay. Mit diesem Objekt kannst du deiner Gruppe einmal täglich eine Minute lang vollständige Tarnung gegen Fernkampfangriffe gewähren. Mhm. Ist der Träger dieses Rings in der Lage, spontane Zauber zu wirken, gewährt er ihm folgenden Zauber. Schwächestrahl, Erschrecken, Erkräftender Strahl, Furcht und Wellen der Entkräftung. Okay. Der nimmervolle Beutel enthält einen dimensionslosen Raum. Innen ist er wesentlich größer als von außen. Was in den Beutel gesteckt wird, sein Gewicht ändert sich nie. So kann die Gruppe 100 Pfund an Gewicht tragen. Ein Bag of Holding! Sehr schön! Das ist ein Muss. Natürlich kaufen wir ein Bag of Holding. Wer würde das nicht tun? Jede Gruppe braucht ein Bag of Holding. Hat Leon auch einen Stufenaufstieg? Danke für den Hinweis, natürlich. Tiergefährte Bollwerk. Du bekommst natürlich Athletik, weil du bist ein mächtiges Pferd. Und du bekommst, ich finde das so geil, wenn man da einfach überzeugen levelt. Beweglichkeit, weil du bist ein mächtiges Pferd. Waffenfokus. Warum sollte ich auf meinem Pferd Waffenfokus gehen? Wahl einer Gottheit, Hintergrundauswahl. Ja, mein Pferd betet Asmodeus an. Komm, das wär's doch. Könnten heftiger Angriff machen. Oh! Verbesserte Initiative.
Das wäre, glaube ich, richtig gut. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir mit der Initiative unseres Pferdes werfen oder unsere eigenen. Drei Trefferpunkte. Bonus von plus 2 auf Athletikwürfe, einen Bonus von plus 4 auf Zähigkeitswürfe. Nee, Leon ist kein normales Pferd. Reflexrettungswürfe wäre, glaube ich, gut. Falls irgendjemand versucht, mein Pferd anzugreifen. Let's go. Blitzschnelle Reflexe. Leon! Bestes Pferd. Leon hat einfach 18 Stärke. Ich glaube, Leon ist der zweitstärkste Charakter hier. Ich meine, er ist auch ein Pferd, also von daher. 19er Rüstungsklasse, richtig gut. Ja, ich weiß, danke. Ich weiß, dass ich ihn reiten kann. I know what to do. Das Spiel will mir gerade nochmal sagen, dass ich Leon reiten kann. Ja, no fucking shit, Bruder. Wer seid ihr? Gamel Hawks, Vampir. Was soll ich in die Stadt der Kreuzfahrer verschlagen? Eine gute Frage. Wie seid ihr denn hier gelandet? Oder sie? Der Wirt deutet mit einer großen Hand auf die zwielichtigen Gestalten in der Ecke des Schankraums. Die Welt ist groß, aber nicht jeder hat seinen Platz in ihr. Wer andernorts kein Leben mehr hat, endet früher oder später hier. Gibt es Neuigkeiten? Überall sind Dämonen und ihr seid aufgetaucht. Sehenswerte Orte? Wenn ihr Orte meint, die normale Leute für gewöhnlich meiden, davon gibt es hier sehr viele. Den pitaxischen Weinkeller zum Beispiel. Pitaxisch. Die Ursprünge von Pitax gehen zurück auf die Briganten aus dem nördlichen Nachbarland Brevoy, die in den Wäldern der Flusskönigreiche Zuflucht suchten. Dabei machte eine Bande grausamer Diebe ein kleines Dorf am Fluss namens Pitax zu ihrem Versteck. Sie kamen Jahr um Jahr zurück, um ihr unrechtmäßig erworbenes Gold. Und was? Sie kamen Jahr um Jahr zurück und ihr unrechtmäßig erworbenes Gold machte aus Pitax langsam etwas, das deutlich größer war als ein einfaches, verschlafenes Fischerdorf. Schließlich ließen sich die Banditen dauerhaft in Pitax nieder, errichteten Mauern, das Dorf, heuerten Söldner zur Verteidigung gegen die Feinde an und krönten sich selbst zur Königin eines neu gegründeten Landes. So wurde Pitax zu einem festen Bestandteil der Flusskönigreiche, der fast 4 Jahrhunderte lang blühte und gedieh, während außen herum andere verkümmerten und eingingen. Gehörte mal einem pitaxischen Handelshaus, dann kam in Pitax König Irovetti an die Macht und der Weinkeller wechselte den Besitzer. Wenig später wurde der Ladengehilfe des Kellers in einen Bach gefunden, das heißt eigentlich nur sein Kopf. Numerianische Halunken hatten den Laden übernommen, sie wollten alle etwas Stärkeres als Wein verkaufen und endeten schließlich alle am Galgen. Dann ging es König Irovetti selbst an den Kragen, seitdem steht der Laden leer und hat keinen Besitzer. Die Leute sagen, er würde nachts von einem kopflosen, schaurig stehenden Geist heimgesucht. Okay. Bruder, wir sind Vampire, wir sollten uns nicht über Geister lustig machen. Mit dem Pferd schleichen wäre gut. Kann man! Ich könnte Leon auch tatsächlich auf Schleichen skillen. So, Jernauge. Okay, hallo Jernauge. Ein junger Mann mit abgetragener Reisekleidung und einem einfachen Holzsymbol von Erastil auf der Brust scheint sorgsam eine Leinenrobe in Streifen, um diese als Bandagen zu verwenden. Trotz seiner offensichtlichen Erschöpfung arbeitet er voller Eifer und singt dabei ein Lied über rote Zöpfe und reife Getreidegarben. Er richtet seine warmen, kastanienbraunen Augen auf dich. Gehört ihr zu den Kreuzfahrern? Danke, dass jene von uns verteidigt, deren Talente nicht auf dem Schlachtfeld liegen. Ich bin Jernorg, ein Diener von Erastil. Freut mich, euch kennenzulernen. Erastil, auch bekannt als Altes Totauge und der Hirschgott, ist einer der ältesten Menschengötter, der in der Region der Inneren See noch heute verehrt wird und für Familie, Landwirtschaft, Jagd und Handel steht. Im Zeitalter der Schöpfung gehörte Erastil zu den Göttern, die gegen Rovaguk kämpften, als dieser Golarion vernichten wollte und ihn schließlich in Totengewölbe im Kern des Planeten einsperrten. Die Religion reicht zurück bis in die Zeit vor dem Zeitalter der Finsternis, als kleine Bauerngemeinden und Jäger und Sammler zu ihm beteten, um eine reiche Ernte und erfolgreiche Jagdbeute zu erbitten. Der Legende zufolge stellt das alte Totauge selbst den ersten Bogen her und schenkt ihn den Menschen, damit sie die Herausforderungen der Welt meistern konnten. Trotz aller Errungenschaften der Zivilisation steht Erastil nach wie vor für die einfachen Freuden, die das Leben zu bieten hat. Was macht ihr? Ich erhielt meine heilige Berufung erst kürzlich. Mein Gott hat mir bis dato also nur einen geringen Teil seiner Macht gewährt. Ich fürchte daher, die Zahl der verwundeten Kämpfer in dieser Taverne übersteigt meine Heilkräfte bei weitem. Allerdings gibt es einen Grund, warum die Leute sagen, vertraue auf die Götter, aber kümmere dich zuerst um dich selbst. Ich kann den Verwundeten zwar nicht mit Magie helfen, aber wenigstens kann ich einige Bandagen zuschneiden. Seid ihr aus der Gegend? Nein, ich war in Kenabris nur auf der Durchreise. Ich segelte auf dem alten Mann, dem mächtigen Seelen, was?
Ich segelte auf dem alten Mann, dem mächtigen Sellen. Ist Sellen ein Schiff? Flussabwärts zu einem Dorf namens Kaltwasser. Ich kam am Abend des Festes in die Stadt und schäme mich zu sagen, dass ich beschloss, einen Tag zu bleiben, um mich ein wenig zu vergnügen. Allerdings blieb ich länger in der Stadt, als mir lieb war. Kaltwasser, wo ist das? Kaltwasser ist ein kleines Fischerdorf. Auf einigen Karten ist es nicht mal vermerkt. Aber das Dorf ist bewohnt. Was den Leuten fehlt, ist ein Priester. Sie haben niemanden, der ihre Wunden versorgt. Niemanden, der für einen guten Fang betet. Niemanden, der ihren Toten die letzte Ehre erweist. Und die Weltenwunde ist nur ein Steinwurf entfernt. Deshalb werde ich nach Kaltwasser segeln, um meinen Gott und mein Volk zu dienen. Ihr seid ein junger, unerfahrener Kleriker. Fürchtet ihr euch nicht, zur Grenze der Weltenwunde zu ziehen? Ganz ehrlich, ich habe durchaus Angst, aber was kann ich schon tun? Diese Dörfler sind einfache Leute. Sie widmen jeden Tag ihres kurzen Lebens harter, ehrlicher Arbeit. Genau dieses Leben strebe ich ebenfalls an. Einfach, aber bedeutsam. Wenn ich Jahrtausende zu leben hätte, so wie die Elfen, würde ich bestimmt 50 Jahre davon mit Reisen verbringen, sagte der junge Mann lächelnd. Vielleicht sogar 100, aber so viel Zeit habe ich nicht. Und ich verbringe mein kurzes Leben lieber an dem Ort, wo man mich am meisten braucht. Selbst wenn dieser Ort gefährlich ist. Besonders, wenn er gefährlich ist. Ich könnte hier was Kleriskas brauchen. Janot machte eine hilflose Geste. Bei Reastil, ich würde euch gerne helfen, aber es hilft nichts. Meine Zauber sind verbraucht und ich weiß nicht, mit Tränken oder Schriftrollen umzugehen. Ist jetzt diese Robe, aus der ich Bandagen schneide? Das ist meine vorletzte. Möge Reastil über euch wachen. Ein netter Kerl. Geht's hier noch überall lang? Gehen wir mal einmal hier rüber. Pitax war interessant in Kingmaker. Ich habe Kingmaker nicht durchgespielt, aber ich werde es jetzt. Ich spiele es gerade privat nochmal. Bei mir kam irgendwie was dazwischen. Forren Herbstnebel. Das ist ein elfischer Name. Ein großer, zerbrechlich wirkender Elf sitzt mit geschlossenen Augen vor dir. Er ist leichenblass und sein Arm ist in einen blutverschmierten Verband gewickelt. Du merkst noch mehr Verbände unter seiner Kleidung. Aber trotz seines schlechten Zustands wirkt er ruhig. Er sucht mit seinem Blick deine Augen und verkündet feierlich: Ich bin Forren Herbstnebel, zu euren Diensten. Seine blassen Lippen sind blutig, aber du erkennst ein Anzeichen von Schmerz. Du erkennst kein Anzeichen von Schmerz oder Angst in seinen grauen Augen. Braucht ihr Hilfe? Er sieht dich mit kalten Augen durchdringend an und schüttelt den Kopf. Macht euch wegen mir keine Umstände. Ein örtlicher Heiler hat sich um mich gekümmert. Außerdem entstamme ich einem unverwüstlichen und zähen Volk. Mein Körper erträgt alle Wunden und auch das durch sie zugeführte Gift. Wer seid ihr? Mein Name ist Forren Herbstnebel. Ich kam aus Kionen hierher, um alle Schergen des Bösen zu jagen. Sie sind meine Beute, mehr werde ich nicht sagen, wenn es euch recht ist. Wir sind Fremde und gehören unterschiedlichen Völkern und Kulturen an. Ich möchte euch nicht mehr über mich zu erzählen. Okay, der Satz ist falsch. Kionin ist das Heimatland der Elfen auf Golarion und wurde kurz vor dem Fall des Sternsteins fast vollständig evakuiert. Die Elfen kehrten erst kürzlich für elfische Verhältnisse nach Golarion zurück, um ihre alte Heimat wieder zu beanspruchen. Sie haben sich isoliert und erlauben nur wenigen nicht-elfischen Besuchern den Zutritt in ihre im Nebel verborgene Hauptstadt Iyadara. Waldelf. Wer hat euch verwundet? Eine Sünderin und Komplizin von Dämonen, die Beute, auf die ich an diesem unwirtlichen Ort Jagd mache. Ich bin Malakai von Karstein, ihr könnt mir trauen, vielleicht kann ich euch helfen. Es wäre unhöflich, ein so direktes und freundliches Angebot abzulehnen. Wer ist eure Beute hier in Mendev? Ich war auf der Jagd nach einer Flüchtigen, einer Anhängerin von Deskari namens Kailessa. Es schmerzt mich zuzugeben, dass es unter meiner edlen Art derart abscheuliche Verbrecher gibt. Es gelang mir, sie in Kenabris einzuholen und zu verwunden. Dann tauchten Dämonen auf und die Stadt versank in Flammen. Ich wurde im folgenden Kampf verletzt und schaffte es nicht, ihre Seele von den Ketten ihrer dunklen Meister zu befreien. Aus ihm sprechen weder Wut noch Hass, nur mitfühlende Trauer. Ihr seid kein besonders guter Jäger, wie es scheint. Seine Miene bleibt gleichgültig, aber seine Stimme wirkt kalt wie Gebirgsbäche. Viele unterschätzen die Jahrhunderte Weisheit und Erfahrung meines Volkes. Ich hoffe, dass mich mein Gegner ebenso falsch einschätzt wie ihr. Ich würde mich eurer Jagd gerne anschließen, denn wir sind ein Kompetenter dabei. Vorn bedeckt müde seine Augen. Ich danke euch, aber dies ist meine Mission und ich bin es gewohnt, mich alleine allen möglichen Schrecken entgegenzustellen. Ich schätze aber eure Bereitschaft, mir zu helfen. Solltet ihr zufällig auf Kailessa treffen, seid vorsichtig. Sie hat viele unschuldige Seelen auf den Pfad des Bösen geführt und die Dunkelheit hat sie reich dafür beschenkt. Das zeigt schon ihr Erscheinungsbild. Einfach abartig. Ihre achatfarbene Haut, der bösartige Blick, ihre blutroten Augen, ihre bestialischen Zähne. Sie ist mittlerweile eher ein Monster, denn eine Elfe. Wissen Welt, wie sieht Kailessa gleich nochmal aus?
Okay, ich hab's verkackt. Ihre Haut ist dunkel, ihre Haar ist unzüchtig weiß. Mit ihren roten Augen kann sie im Dunkeln perfekt sehen, wie ich zu meinem Entsetzen feststellen musste. Aber grelles Licht bereitet ihr Schmerzen. Also nahm ich ein alchemistisches Pulver und ließ es in einem grellen Blitz explodieren. Daraufhin schrie sie auf, als hätte ich sie erstochen. Okay, da habe ich gerade was verkackt. Ich hätte rausfinden können, was sie ist wahrscheinlich. Ich muss gehen. Ich will nicht mehr über ihn wissen. Das, ne. Ja, mein Keller. Komm schon, Leon. Wir gehen in den Keller. Ich nehme mein Pferd auch immer mit in den Keller. Wolljiff. Was ist das da hinten? I know the way. Außenbereich. Gucken wir uns gleich an. Kann es sein, dass mein Pferd jetzt gerade das Ding getriggert hat? Gebt mir eure Seele, Delvan. Junge, der steht uns bei. Schon wieder dran gekriegt. Zum wievielten Mal heute? Spart eure Scherze, Tiefling. Wow, langsam, Meister. Nicht schlagen. Okay, den finde ich top. Ich will den haben. Der junge Tiefling sitzt im Schneidersitz auf dem Boden. Für jemanden in Ketten wirkt er relativ ruhig, aber sein Schwanz steckt nervös hin und her. Als er deine Aufmerksamkeit bemerkt, setzt er sich auf und bedeutet dir, zu ihm zu kommen. Hey, Boss! Hey! Traummann, komm mal her! Ich möchte etwas mit euch besprechen. Es ist wirklich wichtig. Okay. Erst Bade? Hör auf, die anständigen Leute hier drin zu belästigen, Wolljiff. Oder ich schlage dir die Zähne ein. Anständige Leute! Du hast echt kein gutes Auge für Menschen. Wenn du von Karstein aufs WC musst, kommt Leon dann mit. So anhänglich wie der ist, ja. Was geht dich das an, Delvan, dumm? Oh Gott, ist das dumm. Du sollst dich bewachen und ich halte dich nicht auf, aber niemand hat mir gesagt, dass ich den Mund halten muss. Okay. Bade oder Rogue? Bade oder Rogue? Wobei, er hat ein bisschen gezaubert. Wer seid ihr? Wolljiff. Wolljiff Jeffto. Ich handle mit nützlichen Gegenständen. Ich kann euch alles besorgen, was ihr braucht. Alles. Es gibt da nur ein Problem. Der Tiefling rasselt mit seinen Ketten und sieht dich vielsagend an. Was wollt ihr von mir? Ich erkläre es euch. Simple Sache. Höchstens 30 Minuten. Wir gehen wohin, reden mit jemandem und dafür beschaffe ich euch alles, was ihr wollt. Zusätzliche Ration, kein Problem. Rüstung, Waffen, Schriftrollen, was ihr wollt. Es gehört schon so gut wie euch. Falls ihr meine Hilfe braucht, pfeift einfach und schon bin ich da. Ich kann auch mit Messern umgehen und selbst mein magisches Wissen ist gar nicht mal so schlecht. So eine Art Arcane Rogue oder so? So ein Arcane Rogue? Oder Bade. Vielleicht Bade. Was für ein Stuss, wenn du gut in Magie wärst, würdest du jetzt nicht hier festsitzen, oder? Hört nicht auf ihn, Boss. Er fände sogar bei der Königin noch Fehler. Ich benutze dich im Kampf und kann alles, was ihr wollt, zu vernünftigen Preisen verkaufen. Heute ist euer Glückstag. Ein Juwel wie mich findet ihr in Kenabrus kein zweites Mal. Warum seid ihr angekettet? Spielt das eine Rolle? Vergesst die Vergangenheit, Boss. Blickt nicht in die Zukunft. Hier lebt im Hier und Jetzt. Er wurde beim Diebstahl erwischt. Euer Schatten, was war das? Der Tiefling grinst und lacht. Holt mich heraus, dann verrate ich es euch. Und keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn richtig gut. Ich kann euch nicht helfen, solange ihr angekettet seid. Wie kann ich euch befreien? Ganz einfach. Kennt ihr Irabeth? Knallhartes Mädchen trägt immer Rüstung. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Sie ist die Härteskämpferin der ganzen Stadt. Wenn ihr sie seht, legt ein gutes Wort für mich ein, ja? Sagt ihr, da sei dieser Wolljiff grundlos im Hüterherz eingesperrt? Na gut, weil er jung und dumm ist. Und der will unbedingt auf Kaution raus, damit er ein gutes Benehmen zeigen und seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Verstanden? Macht ihr das? Ich finde ihn toll. Ich finde ihn toll. Ich finde ihn richtig gut. Der wäre ein richtig, richtig guter, richtig guter Spionmeister für mein zukünftiges Reich. In Ordnung, ich werde mit Irabeth zu uns sprechen. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Ich wusste es, sobald ich euch sah. Und halt später. Ich finde ihn super, den müssen wir befreien. So, komm her, wir machen das mal auf hier. Aua. Verzierte Scheide, ein Gegenstand, der für einen Handwerker oder Sammler interessant sein könnte. Let's go! Muss man die Dinger hier eventuell alle gleichzeitig drücken, die Hebel? Betätigt mein Pferd gerade die Hebel? Ja, mein Pferd betätigt gerade die Hebel. Well.
Oh, shit. Ich wollte noch gar nicht raus. Ich dachte, Außenbereich wäre irgendwas hinter der Taverne oder so. Kommandant, seht mal, was wir hier haben. Ein Goldmann. Seid ihr verrückt? Was zum Teufel hat euch dazu getrieben, den Edelstein-Golem aus dem Museum von Estrods Turm zu stehlen? Erklärt euch. Wir haben nichts geschwungen, Kommandant. Wir haben ihn einigen Plünder auf der Straße den ganzen Burschen abgenommen. Damit ist uns rechtmäßige Trophäe. Dieser glänzende Bursche gehört der Schatzkammer. Allein die Verzierungen sind viel wert wie ein Schloss. Und ich mag den Gedanken überhaupt nicht. Ich kann so schnell nicht vorlesen. Joran sorgt dafür, dass niemand auch nur einen Finger an diesen Golem legt oder einen einzigen Edelstein rauszupft. Das gilt auch für euch beide. Die Mission. Ich kann so schnell lesen, aber nicht so schnell vorlesen. Es ist fast so, als wäre das Spiel nicht zum Vorlesen programmiert worden. Eine Schande. Da gucken wir uns da drin nochmal um. Au! Oh. So, einmal nochmal alles durchgeknackt. Ich alter Mann. Noch jemand mit Namen hier? Kiado. Visali Rathmius. Anevia Lan. Anevia verschmilzt in ihrer gedeckten Farbe nahezu perfekt im Hintergrund. Sie wirkt entspannt, aber ihr unschöner Blick nimmt alles um sie herum auf, um potenzielle Bedrohungen zu entdecken und zu verfolgen. Verräterisch ist lediglich, wie sie mit ihren Fingern auf ihrer Hüfte neben der Waffenscheide trommelt. Von Verwunderung ist nichts zu merken und sie legt ihr Gewicht selbstbewusst auf ihr vormals gebrochenes Bein. Sie gibt vor, dich jetzt erst zu bemerken, obwohl sie dein Kommen schon von weitem beobachtet hat. Oh, hey! Seht nur, wie sie mich zusammengeflickt haben. Jetzt kann ich wieder laufen, springen oder tanzen, wie es mir beliebt. Gibt es verdächtige Orte in der Stadt, denen ich meine Aufmerksamkeit widmen sollte? Es gab einige, die ich überprüfen wollte, aber ich hatte keine Zeit dazu. Falls es wirklich ein Kultistenversteck gibt, wäre es gut, wenn ihr dort eindringen und ein paar Köpfe einschlagen könntet. Ihr brauchtet dazu nicht einmal einen Durchsuchungsbefehl. Anevia lächelt dich verschwörerisch an. Da wäre zunächst der Seidenfaden. Das ist ein merkwürdiger kleiner Schneiderladen, der keine Aufträge annimmt und niemals Stoffe einkauft, aber trotzdem immer schwer beschäftigt ist. Gut beschäftigt sind sie wohl wirklich, aber genäht wird er bestimmt nicht. Nummer 2 ist das Alchemiegeschäft Topas Lösungen. Er handelt mit allem, nur nicht mit Heiltränken. Angesichts der Zutaten, die sie auf dem Schwarzmarkt erstanden haben, stimmt etwas nicht mit den alchemistischen Ritualen dort. Das ist von euch. Gerne, aber da gibt es nichts zu erzählen. Was sollte an mir interessant sein? Woher kommt ihr? Von nirgendwo. Der Wind wehte mich herbei und ich wurde auf einem Kohlfeld gefunden. Sie bricht ab. Schon mal, das ist eine alte Gewohnheit von mir. Ich erzähle ungern von meiner Vergangenheit, aber ihr habt meine Haut gerettet, also schuldig euch wohl, als keinen Unsinn zu reden. Ich stamme aus Nidal und ich würde mein Heimatland meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Ihr habt sicher schon davon gehört, beherrscht von Monstern, die weder leben noch tot sind. Und die offizielle Religion ist der Kult von Son Kuthon. Ich wuchs in einem armen Viertel auf, wie Unkraut zwischen den Pflastersteinen. Ich hatte keinen Vater, aber zahlreiche Tanten und Onkel. Die Kumpane meiner Mutter. Es gibt keinen Preis dafür, wenn ihr erratet, was sie beruflich machte. Ich erhielt einen Satz Dietriche, sobald ich einen Löffel halten konnte. Und während andere Kinder in der Nase bohrten, durchwühlten meine Finger anderer Leute Taschen. Nidal ist eines der ältesten noch existierenden Länder in Avistan und wurde während der Jahre ohne Zählung im Zeitalter und Finsternis gegründet. Es ist zwar jetzt der benachbarten infernalen Nation von Cheliax verbunden, verfügt aber über genügend Autonomie, um seine eigenen zwielichen Ziele zu verfolgen. Son Kuthon, auch bekannt als der Fürst der Mitternacht, der dunkle Prinz und der Prinz der Pein, Gott der Finsternis, des Neids, des Verlusts und der Schmerzen, verfügt über mit den verschlagensten und bösesten Verstand des großen Jenseits. Seine Stellung als Gott der Schmerzen ist wohl verdient. Zwar war er jedoch über die Zeit Ursache und Auslöser zahlloser Folter, Morde und Schlimmerem. Ach, haben wir schon gelesen. Alt und kalt von faltiger Gestalt. Als ich 12 war, kamen Mönche vom stillen Schleier, um uns zu holen. Unheimliche Kerle mit zugenähten Mündern. Sie sind die Wachen von Nisroch. Mama übergab mich ihren Freunden und wir versteckten uns in einem geheimen Tempel von Desna. Ich habe meine Mutter nie wieder gesehen. Desna war diese Traumgöttin, ne? Ja, genau. Die nächsten Jahre lebte ich untergetaucht in dem Tempel und hielt mich bedeckt. Ich schrubbte Böden, holte Wasser, hörte mir Predigten an. Das Witzige war, dass mir die Lehren von Desna nach einer Weile richtig gefielen. Aber sobald ich alt genug war, verschwand ich. Ich verließ Nidal und ging so weit weg wie möglich. Eine ziemlich abgehaltene Truppe habt ihr hier. Vormals Adlig, jetzt Straßendiebe. Das stimmt. Für euch nur das Beste. Was bleibt denn übrig, wenn Ritterschaft und Adel es nicht schaffen, die Welt zu retten? Das Gesindel ist unsere einzige Hoffnung. Wie habt ihr Irabeth kennengelernt?
Ich habe mich vor einiger Zeit in Thymon herumgetrieben und dies und das gemacht. Dessen Tempeln haben mir hin und wieder Gelegenheitsarbeiten überlassen. Manchmal brauchten sie eben Leute mit Fähigkeiten wie meinen. Oberfläche betrachtet war alles in Ordnung, würde ich sagen. Nach Nidal hätte die Freiheit der Flusskönigreiche das reinste Paradies sein müssen. Meine Chance, mich zurückzulehnen und das Leben zu genießen. Aber ich war nicht glücklich. Es gab keine Freude in meinem Leben. Ich war ganz allein. Niemanden war an mir gelegen und auch mir war an niemandem gelegen. Es war mühsam, jeden Morgen einen Grund zu finden, mich aus dem Bett zu wälzen. Ich fand es zunehmend verlockender, mich in einem Stein um den Hals in den nächsten Fluss zu stürzen. Okay. Das ging relativ schnell bergab. Eines Tages sollte ich einigen Personen folgen, die die örtlichen Behörden der Spionage für Razmiran verdächtigten. Ich war dumm, machte einen Anfängerfehler und wurde von ihnen gefasst. Es war, als hätte mein Körper bereits beschlossen, was mein Verstand noch zurückwies. Die endgültige Erlösung aus meinem Elend. Lass dich von jemand anderem töten, wenn du selbst nicht den Mut dafür aufbringst. Sie packten mich. Ich dachte, sie würden mich sofort töten, aber stattdessen fesselten sie mich und schleppten mich fort. Ich fühlte mich wie ein Tier, das zur Schlachtbank geführt wird. Und mein ganziger Gedanke war, bringen wir es hinter uns. Dark Hunter? Machen wir nächstes Mal. Ich werde nach dem Gespräch hier sowieso beenden. Das heißt, es macht keinen großen Sinn, wenn du dafür jetzt noch die Punkte benutzt. Sie brachten mich in ihre stinkende Höhle, warfen mich auf ihren Altar, da erkannte ich, wer sie waren. Kuthiten aus Nidal, sie hatten mich aufgespürt nach all den Jahren, aber es war mir egal. Mir wäre sogar egal gewesen, wenn sie mich gegessen hätten oder sonst was. Irgendwann müssen wir alle gehen, nicht wahr? Ich lag also da und starrte auf die mich gerichteten Messer, als plötzlich das Schicksal den Würfel rollte und mir den Hauptpreis bescherte. Irabeth, plötzlich war sie da und stürmte in die Höhle. Würfelrollen. Stellt euch vor, ich liege auf einem Altar um mich herum, diesem messerschwingenden Wahnsinnigen, und plötzlich stürmt Irabeth herein. Ich dachte, es wäre Iyomide persönlich. Sie sah wild aus in ihrer glänzenden Rüstung, das schimmernde Schwert erhoben. Sie machte kurzen Prozess mit diesen Abschaum und fällte sie alle einfach so. Mir blieb nicht einmal Zeit zum Blinzeln. Sie band mich los und dann... Aniva kichert und ein Leuchten huscht über ihr Gesicht. Sie sah die Papiere durch, die auf dem Tisch lagen, und begann zu fluchen wie ein Seemann. Von wegen Iyomide. Ihr seid noch in Klimabris gelandet. Nachdem ich mein Leben fast als Menschenopfer beschlossen hätte, wäre mir klar, dass ich ihrer Seite nie mehr verlassen wollte. Dessner weiß, dass ich mich sofort in sie verliebt habe, und zwar rettungslos. Mein Elend war verflogen, und als Irabeth mir zeigte, was in jenen Papieren stand, Beweise, dass die Kultisten ein Nest in ihrer Heimatstadt hatten, da zögerte ich keine Sekunde und bot meine Hilfe an. Sie muss gedacht haben, ich könne es kaum erwarten, mich an den Kultisten zu rächen, dabei waren die mir völlig gleichgültig. Es ging um sie. Ich wäre ihr überall hin gefolgt, sogar auf einen Kreuzzug und ans Maul eines Drachen. Aber ich war in Kenabris sofort in meinem Element. Ich war bis dahin immer und überall eine Außenseiterin gewesen. Und der Hälfte der Kreuzfahrer ging es genauso. Denn wer stellt sich schon freiwillig am Rande des Abyss den Dämonen zum Kampf? Doch nur Gutmenschen mit zu viel Ehre und Freizeit oder taugen nicht so ohne eigenes Leben in der normalen Welt mit ihren normalen Bewohnern. Wer hierher kam, war auf der Flucht vor Schulden, vor seiner Vergangenheit oder vor sich selber. Ich passte also wunderbar dazu. Wie ist es mit Irabeth zu reden? Es bedeutet Leben. Ohne sie gäbe es mich nicht mehr im Ernst. Alleine wäre ich mit Sicherheit bereits tot. Sicher, manchmal streiten wir auch. Das kann ich nicht leugnen. Manchmal schlagen wir mit der Faust auf den Tisch und schreien so laut, dass die Wände wackeln. Aber da geht es immer um den Orden. Zu Hause jedoch, ich will euch ein Beispiel geben. Ich wollte schon immer aus dieser Besenkammer ausziehen, die wir Haus nennen, und etwas Geräumigeres suchen. Schließlich muss man sich in der Adlerwacht ja keine Armutsgelübde ablegen. Aber jeden Monat wird der Großteil unseres verfügbaren Geldes für Kreuzfahrersachen ausgegeben. Natürlich macht mich das wütend, aber es ist auch einer der Gründe, warum ich sie so sehr liebe. Wisst ihr, Irabeth hat das Wichtigste, was man haben kann. Ein Lebenszweck. Für alles, was sie tut, hat sie einen Grund. Ihr ganzes Leben ist ein Kreuzzug. Und ich habe mich nur treiben lassen, wie ein Blatt im Wind, bis Desna uns zusammengebracht hat. Und jetzt ist sie mein Lebenszweck. Es macht also keinen Unterschied, ob wir in einem Herrenhaus oder unter einem Busch wohnen. Dankeschön. Das Ding ist nämlich, ich merke langsam, dass meine Stimme abkackt. Und zwar richtig. Deswegen werde ich hier mal einmal... Ich glaube, es ist schon relativ spät. Ich habe noch nicht auf die Uhr geguckt. Aber so langsam macht meine Stimme das heute nicht mehr mit. Ja, es passt. Es ist wirklich schon ein bisschen spät. Es ist immerhin unter der Woche. Meine Lieben, es war mir mal wieder... Das stimmt, es war irgendwie ein ganz niedliches Ende, das stimmt. Es war mir mal wieder eine große Freude, mit und für euch zu streamen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal am Donnerstag mit mehr Pathfinder, Wrath of the Righteous, und macht euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Ciao, ciao.